So, schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar der Deutschen Huntington Hilfe. Ich bin Michaela Winkelmann und ich freue mich heute sehr, an meiner Seite den Rainer Hoffmann, die Stefanie Spohn und Jakob Neumüller begrüßen zu dürfen, die uns ausführlich informieren wollen zum Thema psychologische Aspekte bei der Huntington-Krankheit. Bevor es losgeht, ein paar technische Hinweise von mir gleich, ein paar Informationen zur Deutschen Huntington Hilfe. Und da kommt natürlich der wichtige, der große Vortrag und der spannende Vortrag, den die drei für uns vorbereitet haben. Im Nachgang werde ich noch was zum Informationsmaterial Ansprechpartner der Deutschen Huntington Hilfe sagen. Und wir wollten etwa gegen 16 Uhr heute enden. Hängt natürlich auch von den Fragen ab, die Sie mitgebracht haben, die wir gerne mit Ihnen heute diskutieren wollen. Es wird auch während des Vortrages jeweils die Möglichkeiten geben, dass Sie Ihre Fragen stellen, wozu ich Sie herzlich einlade. Wie das funktioniert, Sie zeigen sich auf diesem Bild. Es gibt unten im unteren Bildschirmrand gibt es einen F und A, Fragen und Antworten Knopf. Wenn Sie da draufdrücken, können Sie Ihre Frage eingeben. Sie können das auch mit dem Häkchen anonym senden, dass wir Ihren Namen nicht sehen werden. Die Fragen kommen dann zu uns im Diskussionspanel und wir werden dann die Fragen jeweils beantworten. Ich werde immer nur Ihren Vornamen vorlesen und keine weiteren Informationen sind dann über Sie dann verfügbar. Dann möchte ich noch kurz was sagen zur Deutschen Huntington Hilfe. Wir sind die Selbsthilfeorganisation Interessenvertretung der Huntington-Familie in Deutschland, schon seit 1970, seit über 50 Jahren. Wir sind bundesweit vertreten, wie auch regional in Landesverbänden und in Selbsthilfegruppen, haben auch viele Kontaktpersonen, die den Huntington-Familien zur Seite stehen. Es gibt eine Beratungsstelle, Geschäftsstelle in Duisburg, wo man sich mit eigenen Fragen hinwenden kann. Wir bieten insbesondere Treffen zum Austausch mit Gleichgesinnten an, online wie auch im persönlichen Format, haben Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial und ja auch eine regelmäßige Zeitschrift für unsere Mitglieder bringen wir heraus. Und wir haben eine Webseite, wo man viele Informationen nachlesen kann. Für Mitglieder insbesondere vorteilhaft, dass wir den Huntington Kurier rausbringen, unsere Quartalszeitung mit Neuigkeiten aus dem Verein, wie der Forschung und anderen Themen. Es gibt bei uns dann Vergünstigungen, sei es bei unserem Shop und Infomaterial, wie auch den Veranstaltungen oder auch finanzielle Unterstützungen. Natürlich das Thema Gemeinschaft und auch Vertretung beim VDK ist auch mit enthalten bei uns. Und wichtig für uns, je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker ist unsere Stimme, bekommen wir auch viel mehr Einblicke von den Familien, aber umso stärker ist auch unsere Stimme gegenüber Organisationen, Verbänden und Behörden, wenn wir uns für Familien einsetzen wollen. Ein Hinweis in eigener Sache, kurz vor Weihnachten. Keine Werbung für Amazon, aber all diejenigen, die darüber nachdenken, bei Amazon einzukaufen, sei es Weihnachtsgeschenk oder andere Dinge. Man kann mit Amazon Smile eine Organisation seiner Wahl auswählen, um an dahin 0,5% der Einkaufssumme zu spenden. Kommt uns dann zugute, wo wir uns sehr freuen und hat für den Einkäufer keinerlei Extrakosten. Das war mein kurzer DHH-Teil. Dann beende ich mal und zeige die Referenten. Da sind sie. Und ich übergebe zuerst das als Rainer an Rainer für eine kurze Vorstellungsrunde. Bitte schön, Rainer. Ja, vielen Dank, Michaela. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute ein bisschen was erzählen dürfen zu den psychologischen Aspekten bei der Huntington-Krankheit. Ich würde einmal kurz zeigen, was wir uns als Programm überlegt haben. Und dann stellen wir uns vor. So, ich hoffe, dass man jetzt den Bildschirm sehen kann. Noch im Bearbeiten muss, kannst du in Präsentationsmodus gehen, aber das ist ein bisschen größer. Aha, nicht richtig gedrückt. So, genau. Ja, super. Wir werden gleich was zu erzählen, ganz allgemein zu Anpassungsprozessen bei Belastungen, wie das funktioniert und dass das ein ganzes Stück weit natürlich normal ist, und werden dann im speziellen Teil auf die besondere Situation für eben die Betroffenen, die Angehörigen im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit dann eingehen. Und werden uns dann eben quasi anhand so einer Art Zeitstrahl durch die verschiedenen Themen bewegen, mit dem Schwerpunkt halt zu Menschen mit der Huntington-Gefährdung, dann für den Bereich genetische Untersuchung, Diagnosestellung, Auftreten erster Symptome und dann auch kurz- und langfristig der Umgang danach der Diagnose.
Wir werden uns in den Teilen dann immer ein bisschen abwechseln. Dann kann ich das mal wieder beenden. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Rainer Hoffmann. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeite in Taufkirchen-Vils in der KBO-Klinik. Im Huntington-Zentrum macht das schwerpunktmäßig die Ambulanz. Und wir haben in der Ambulanz, beraten wir eben alle, die irgendwelche Fragen, Anliegen haben im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit. Wir machen genetische Untersuchungen, medikamentöse Einstellungen, Psychotherapie. Wir sind in den letzten 2 Jahren gewachsen, haben jetzt auch noch neue Kollegen dazu bekommen. Jetzt eine Ärztin, die voll dabei ist, der Jakob Neumüller, der als Psychologe und Psychotherapeut mit dabei ist, und den Oliver von Luxburg, der die Ambulanz da mit jetzt psychologisch unterstützt. Ich habe vorher viele Jahre in Bochum gearbeitet und bin halt erst 2020 hier nach Bayern gekommen. Und ja, das ist genau, vielleicht genug zu meiner Person. Die Stefanie Spohn, die ist in Ulm tätig an der Uniklinik für Neurologie in der Abteilung von Professor Landwehrmeier. Und dann würde ich einfach weitergeben und dich bitten, auch kurz dich einmal vorzustellen. Okay? Selbstverständlich. Also von mir auch nochmal hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, mein Name ist Stefanie Spohn. Ich bin psychologische Psychotherapeutin an der Uniklinik in Ulm und dort eben im Rahmen der Ambulanz, der Hochschulambulanz für Huntington tätig, aber auch nebenher oder was eigentlich hauptsächlich in der Station, im stationären Bereich. Zu meinen Klienten und zu meinen Patienten gehören dann vor allem also verschiedene Personen, verschiedensten Lebenslagen. Was Huntington betrifft, vor allem dann auch Betroffene, ganz viele. Aber auch hier mache ich viele Gespräche mit Angehörigen oder auch welche Personen, die sich die Frage stellen, ob sie sich untersuchen lassen möchten oder auch nicht. Genau, ich bin seit 2 Jahren jetzt psychologische Psychotherapeutin, aber auch schon seit gut 8 Jahren jetzt im neurologischen Kontext tätig als Psychologin. Genau, dann würde ich, glaube ich, nochmal weitergeben an den Jakob Neubüller zum Vorstellen. Ja, vielen Dank, eben auch von mir für die Einladung und ich freue mich auf einen interessanten Nachmittag. Genau, kurz zu meiner Person. Wie eben der Herr Dr. Hoffmann schon gesagt hat, arbeite ich auch in Taufkirchen an der Vils im Huntington-Zentrum und bin hier sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich tätig. Bin ursprünglich 2017 als Praktikant ans Zentrum gekommen und seit 2019 jetzt eben als Psychologe tätig und mache eben auch ja, verschiedene Dinge, arbeite vor allem mit Betroffenen, aber natürlich gibt es auch einen Austausch und eine gewisse Arbeit, die mit Angehörigen stattfindet. Arbeite hier eben im Bereich Therapie, therapeutische Behandlung und Beratung, aber auch viel mit neuropsychologischen Untersuchungen und Befundschreiben. Genau, so viel erstmal, glaube ich, auch zu meiner Person. Dann würde ich jetzt, glaube ich, nochmal das Wort an Rainer übergeben oder an Stefanie. Genau, vielen Dank. Ich denke, wir können dann mit dem ersten Teil starten. Dann würde ich dann direkt wieder an Stefanie übergeben. Genau. Genau, dann darfst du noch mal 2 Folien weitergehen, Michaela. Gut, genau, wie jetzt der Rainer Hoffmann gerade schon vorgestellt hat, unser Zeitstrahl. Wir werden uns natürlich hauptsächlich dann auch über die spezifischen Faktoren, die jetzt die Huntington-Erkrankung angeht, beziehungsweise die psychologischen Aspekte innerhalb dieses Bereiches uns anschauen. Ich würde zuerst aber ganz gerne darüber sprechen, was eigentlich aber auch eine normale Anpassung ist an akute Belastung. Jeder von uns kennt das natürlich. Jeder hat in seinem Leben schon mehrmals akute Belastungen, Krisen gehabt. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Neben Verlust eines nahestehenden Menschen kann es eben zum Beispiel eben der Beginn oder der Umgang mit schwerwiegenden Erkrankungen sein, aber auch Dinge wie Verlust von Arbeitsplatz oder auch Verlust von Selbstständigkeit durch verschiedenste Faktoren. Was als Belastung angesehen wird, ist sehr individuell abhängig. Grundsätzlich kann man sagen, dass es Situationen sind, die eben einen massiven Einfluss oder vor allem einen massiven negativen Einfluss auf das eigene Leben nehmen.
Wenn man zum Beispiel Verlust von Selbstständigkeit sieht, wenn man zum Beispiel nicht mehr Auto fahren darf, dann ist das natürlich für jeden erstmal ein Rieseneinschnitt. Wie gehe ich jetzt mit meinem Leben weiter um? Was muss ich umstellen? Wie funktioniert das dann? Oft sind es auch Situationen, bei denen wir den Eindruck haben, dass wir da einfach keinen Ausweg zunächst finden. Allerdings können natürlich auch positive Situationen einen riesen Einfluss haben und uns tatsächlich auch belasten. Sowas wie eine Heirat, da gibt es natürlich auch eine Umstellung erstmal. Ich muss mich auf eine neue Person einlassen. Ich muss vielleicht auch meinen Wohnort wechseln. Und auch da ein Umzug kann viel Belastung auslösen. Genau, im Rahmen der Huntington-Ambulanz wiederum sind es natürlich die Belastungen, die vor, während, aber auch nach einer Diagnosestellung entstehen, während der klinischen oder auch genetischen Untersuchungen. Aber auch das trifft dann nicht nur Betroffene, sondern auch natürlich die ganzen Angehörigen, die damit beteiligt sind, die sich dann auch Gedanken machen müssen. Was auf so eine akute Belastung folgt, ist eben eine akute Reaktion. Das können sehr, sehr starke Emotionen sein, wie zum Beispiel die Ängste. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert überhaupt gerade? Es kann mit Wut zusammenhängen. Warum passiert mir das jetzt überhaupt? Warum bin ich jetzt die Betroffene? Hoffnungslosigkeit, wenn ich auch hier wieder den Ausweg nicht finde. Ich kann ganz arg verzweifelt werden, aber auch trauern darüber, dass sich mein Leben jetzt irgendwie verändern wird. Auch sowas wie Gefühl der Ungewissheit oder das Gefühl, Kontrolle verlieren zu können. Und das Ganze endet dann so ein bisschen in einem Gedankenkreisen, in dem man versucht, eine Lösung zu finden für eben diese Belastung. Genau, weiter. Bei der normalen Anpassung an eine akute Belastung ist es so, dass eine normale Anpassung auch durch Resilienz und Zeit zu einer guten Anpassung führt. Das heißt, eine gute Anpassung an lebensverändernde Situationen, an stressvolle Umstände zum Beispiel. Und, Resilienz ist sehr, sehr individuell. Jeder Mensch reagiert, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich auf unterschiedlichste Belastungen. Es hängt ab von der eigenen Persönlichkeit, aber auch von erlernten Problembewältigungsstrategien, oder auch der grundsätzliche Umgang, wie ich mit Emotionen oder Gedanken, die belastend sind, umgehe. Es hängt von meinen jeweiligen Lebensumständen ab. Das heißt, je nach Lebenslage zeige ich auch komplett andere Reaktionen tatsächlich. Zum Beispiel, wenn ich gerade eine sehr, sehr stressige Phase bei der Arbeit habe und dann trennt sich mein Partner von mir, dann ist es natürlich für mich deutlich negativer oder ich bin da deutlich belasteter durch, als wenn ich jetzt eigentlich ganz gut eingebunden bin im sozialen Kontext und sich dann vielleicht der Partner trennt. Aber auch ein anstrengender Job, von dem ich dann gekündigt werde, das ist natürlich auch zuerst mal eine akute Belastung. Aber wenn ich dann merke, dass ich diesen Stress oder diese Anstrengung durch die Arbeit nicht mehr habe, kann es das durchaus auch etwas Positives darstellen. Das heißt, vor allem Resilienz und Zeit macht es aus, dass ich eben in der Lage bin, mich an akute Belastungen anzupassen. Da gibt es auch einen ganz schönen Satz von Robert Louis Stevenson. Also im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu machen. Genau, weiter. Genau, was bedeutet jetzt eigentlich Resilienz? Das kommt grundsätzlich aus dem Englischen, Resilience, bedeutet sowas wie Spannkraft, Elastizität oder auch Strapazierfähigkeit. Man kann sich da ganz schön ein Bungee-Jumping-Seil vorstellen. Also beim Bungee-Jumping, wenn jemand runterspringt, dann ist es natürlich am untersten Punkt dieses Seil extremst angespannt und belastet und aufs Äußerste strapaziert, aber es springt dann aufgrund der Elastizität wieder zurück in seine Ursprungsform. Bei Menschen kann man das als psychische Widerstandsfähigkeit bezeichnen. Das heißt, unsere Nerven, die sind bei Belastungen auch aufs Äußerste erstmal angespannt, aber durch Resilienz federn wir da auch wieder zurück. Das bedeutet, wir verfügen über hilfreiche oder auch angemessene und ausreichende Verhaltens- und Denkweisen, um eben eine Belastung meistern zu können. Es führt zu einer Aufrechterhaltung von Flexibilität und Balance im Leben. Das hat viel damit zu tun, inwieweit ich auch in meine Selbstwirksamkeitsfähigkeit vertraue und auch in die Fähigkeit, wieder aufstehen zu können. Genau, weiter. Genau, Resilienz. Man kann verschiedene Dinge unter Resilienz zusammenfassen. Hier sind jetzt einfach erstmal 7 Stück gezeigt, was genau dahinter steckt. Wir haben einmal eben Empathie, Selbstwahrnehmung, Lebensfreude, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Optimismus und Coping. Und wir würden uns einfach mal jeden Punkt kurz einzeln anschauen. Genau.
Also unter Selbstwahrnehmung verstehe ich dann zum Beispiel, wie fühle ich mich? Kann ich mich selbst überhaupt wahrnehmen? Kann ich mich mein eigenes emotionales, aber auch gedankliches Leben in mir selbst wahrnehmen, aber auch mein körperliches? Also wie fühle ich mich? Wie kann es mir aber auch besser gehen? Was brauche ich jetzt? Welche Bedürfnisse habe ich gerade? Dazu gehört aber auch, bin ich in der Lage, in meine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen oder auch, ich bin es wert, ein Mensch zu sein und ich bin als Mensch etwas wert. Dann auch hier die Lebensfreude, also Zufriedenheit im eigenen Leben haben und auch positive Aspekte im eigenen Leben sehen. Also ich freue mich von Herzen über mein Leben. Ich bin dankbar, ich bin zufrieden, ich bin am richtigen Platz. Ich habe Kraft und Zuversicht, aber auch Motivation. Selbstwirksamkeit wäre dann, ich weiß, ich schaffe das, ich werde mein Ziel erreichen. Also die innere Überzeugung, mit schwierigen Situationen umgehen zu können und auch Schwierigkeiten trotz der Belastung als Herausforderung ansehen zu können. Dann Selbstbestimmung bedeutet vor allem, ich bin unabhängig, autonom und eigenständig, ich habe Kontrolle über mein Leben oder was ist überhaupt meine Bestimmung? Genau, Optimismus, ich bin zuversichtlich, ich erwarte ein positives Ergebnis, ich denke positiv, ich werde mein Ziel erreichen, also auch einfach optimistisch in die Zukunft sehen können, eine Lösung zu finden. Coping kann man ganz viele Strategien drunter zusammenfassen. Also ich habe Bewältigungsstrategien, die mich bei einer Belastung unterstützen. Ich habe Verhaltensweisen, die auch eine Belastung lindern. Ich kann mich selber runterregulieren. Ich habe Ressourcen. Und zuletzt, was auch ganz arg wichtig, gerade im Zusammenhang mit Angehörigen, aber auch mit Betroffenen, ist in Beziehungen, dass man Empathie hat. Das heißt, ich verstehe dich und ich höre dir zu. Also ich nehme die andere Person auch einfach wahr und nehme auch die Bedürfnisse der anderen Person wahr. Und ich kann mitfühlen. Ich habe ein offenes Ohr und ich weiß, dass du da bist. Also sich einfach in andere reinfühlen können, was auch zu einer Stärkung der Beziehung wiederum führt. Ja, weiter. Genau. Wie fördere ich Resilienz? Da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Dinge. Das wären und durch soziale Beziehungen, durch Unterstützung, auch ganz aktiv. Man sucht sich Hilfe, Offenheit, Geselligkeit. Man vertraut in seine eigenen Stärken, auch wenn es mal schwierige Situationen gibt, dass man sich selbst natürlich in einem positiven Licht sieht, also einen guten Selbstwert hat, ein gutes Selbstbild. Dass man aber auch realistische Ziele setzt. Also wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist es, auf jeden Fall 100% wieder gesund zu werden, dann ist es natürlich nicht so realistisch. Da muss ich schauen, wie kann ich das anpassen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber auch, dass ich in der Lage bin, Probleme gut zu lösen, indem ich Fähigkeiten habe, dass ich den Sinn verstehe, dass ich auch mit Gefühlen, mit Emotionen, Impulsen umgehen kann, dass ich positive Emotionen habe und auch weiterhin meinen Humor nicht verliere und auch ganz viele weitere Dinge natürlich. Ja, weiter. Genau, aber wann ist jetzt natürlich der Punkt erreicht, wo ich auch professionelle Hilfe brauche? Das ist dann, wenn sich solche Wörter oder nicht Wörter, solche Sätze wiederholen, wie zum Beispiel, ich sehe keine Lösung und ich sehe keinen Ausweg mehr, ich schaffe es einfach nicht mehr oder es wird auch immer schwieriger, mir geht es schlecht, wenn ich sogar auch körperlich merke, dass ich da einfach nicht mehr rauskomme und ganz klar einfach den Gedanken habe, ich brauche wirklich Hilfe. Genau, da würde man zuerst mal von einer sogenannten Anpassungsstörung ausgehen. Die Definition davon ist einfach die Entwicklung verschiedenster Symptome, wie zum Beispiel Depressionen, Ängste, andere Gefühle, aber auch Anspannung oder Ärger oder Verhaltensauffälligkeiten, die eben mit einem Auslöser, mit einem Stressor zusammenhängen und auch über einen längeren Zeitraum gehen. Also wenn ich jetzt innerhalb von 2 Tagen werde ich eine akute Belastung nicht lösen können. Das heißt, ich muss mir da selber auch einfach eine gewisse Zeit geben, um damit umgehen zu können mit dieser Belastung. Wenn ich aber dann auch merke, okay, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, ich brauche jetzt die Unterstützung und die Hilfe durch andere, durch professionelle Personen, dann kann ich natürlich auch ein Vorgespräch bei einem psychologischen Psychotherapeuten oder auch Psychiater wahrnehmen. Oder auch zum Beispiel über den Hausarzt ist schon der erste Schritt möglich, dass ich eine medikamentöse Einstellung vornehme, zum Beispiel Psychopharmaka nehme, um erstmal so eine gewisse, die ersten Symptome einfach so ein bisschen mit denen umgehen zu können oder besser damit umgehen zu können. Genau, so Fazit, wenn man als Person das Gefühl hat, dass man trotz seiner Resilienz nicht mehr alleine mit der Belastung zurechtkommt, wenn sich die Symptome verstärken, also sowohl kognitiv, psychisch, aber auch körperlich oder auch über einen längeren Zeitraum anhalten und sich einfach nicht verändern, dann ist es sinnvoll, sicher nochmal ein Vorgespräch zu suchen, um zu schauen, mit einer professionellen Person zu schauen, ob es Sinn macht, eine Psychotherapie zum Beispiel anzugehen. Genau. Weiter.
Gut, das wäre jetzt der erste Teil zur Resilienz oder zum Umgang mit oder normalen Anpassungen. Gibt es denn jetzt zunächst einmal zu diesem Bereich schon mal irgendwelche Fragen? Sie dürfen das gerne in den Chat reinschreiben. Wir haben aktuell noch keine Fragen, aber Liebster, wir sehen dich. Wenn du die Kamera ausschaltest, bist du nicht im Video. Oh, damit verschwinde ich. Kurz, nein, alles gut, alles gut. Also ich muss mal ins Wohnzimmer gehen gleich. Nein, es gibt keine Fragen der Zuschauer. Ich habe mir aber gerade eine notiert für mich selber. Nochmal zu den Begriffen, Stefanie. Du hast von einem psychologischen Psychotherapeuten gesprochen, von einem Psychiater. Ich kenne den Begriff Psychologe. Ist das alles das Gleiche? Wie unterscheiden dich? Kannst du bitte mal diese Berufsgruppen einordnen? Tatsächlich nicht ganz so einfach, muss man sagen. Also ein psychologischer Psychotherapeut ist tatsächlich ein Psychologe, der aber eine Weiterbildung zu einem Psychotherapeuten gemacht hat. Das heißt, der Psychologe hat Psychologie studiert und ist dann eben in der Weiterbildung zum Psychotherapeuten geworden, hat eine Approbation erworben. Es gibt den medizinischen oder den ärztlichen Psychotherapeuten. Das heißt, es ist natürlich dann ein Mediziner, der hat Medizin studiert und ist dann weitergegangen und hat auch diese Ausbildung zum medizinischen Psychotherapeuten gemacht, genau. Der Psychiater, ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, können wir auch gerne Rainer gleich nochmal fragen. Der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychotherapeuten, also ich als Psychotherapeutin mache reine Psychotherapie, das heißt, ich habe mein Werkzeug, ich begleite Patienten über einen längeren Zeitraum, ich rechne das auch über die Krankenkasse in der Regel ab. Und der Psychiater wiederum, der kann auch Medikamente natürlich verschreiben, macht aber auch psychologische oder psychiatrische Gespräche. Genau, das heißt, theoretisch kann man auch beides haben. Das heißt, der Psychiater zum Beispiel, der dann immer mal wieder ein Auge drauf hat, wie es mit den Medikamenten aussieht, wo man zum Beispiel auch quartalsweise Termine hat und dann aber auch gleichzeitig einen Psychotherapeuten, bei dem man in der Regel wöchentliche Termine hat. Okay, ein bisschen klarer ist schon geworden für mich, danke. Ich weiß nicht, wann ich zu wem gehen würde, aber gut, erstmal, wie sagst du, erstmal zum Hausarzt und dann. Genau, erstmal beim Hausarzt ein Gespräch suchen und einfach mal sagen, was eigentlich das Problem ist. Ja. Und der kann dann auch oft einfach so Entscheidungshilfen geben, was jetzt mehr Sinn macht. Okay. Genau. Ich glaube, es gibt eine Frage gekommen. Ja, genau. Jetzt kommen die Fragen rein. Genau. Also, die Katja möchte zum ersten Mal wissen: eine Frage zu Psychopharmaka bei Anpassungsstörungen. Sind das dann Antidepressiva? Und was ist, wenn die nicht helfen? Bei Katja. Ich glaube, das würde ich direkt mal an Rainer weitergeben als Psychiater. Ja. Genau, das ist richtig. In den meisten Fällen geht es bei einer Anpassungsstörung um depressive Symptome, ängstliche Symptome. Und viele Medikamente, die man unterstützend da einsetzen kann, sind Antidepressiva, wenn eben die Symptomatik der Depression, der Ängste eben stark ausgeprägt sind. Manchmal kann es auch sein, dass bei einer Anpassungsstörung der innere Druck so hoch ist, dass man erstmal gar nicht mehr schlafen kann, überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Wenn das sehr stark ausgeprägt ist, kann man auch Medikamente, die den Schlaf anstoßen oder Benzodiazepine, die erstmal diese innere Anspannung auch lindern, geben. Ich würde das aber, Entschuldigung, vom Schweregrad dann abhängig machen. Also Stufe 1 ist, ich schaffe das selber mit meiner Anpassungsstörung zurechtzukommen. Stufe 2 ist, ich suche Gespräche bei einem Therapeuten und Unterstützung. Und wenn das nicht reicht, Stufe 3, Hausarzt oder Psychiater, geben dann, je nachdem, welche Beschwerden am stärksten sind, dann eine medikamentöse Unterstützung, die aber bei einer Anpassungsstörung in der Regel auch nach relativ kurzer Zeit wieder zurückgefahren werden kann. Dankeschön. Okay, dann gibt es noch eine weitere Frage von der Stefanie. Und sie fragt, da es bei uns im Saarland und Umgebung so gut wie keine Möglichkeit gibt, innerhalb eines Jahres oder sogar länger einen Termin zu bekommen, gibt es über Deutsche Huntington-Hilfe oder die Kliniken Termine? Also seitens Deutsche Huntington-Hilfe mir nicht so bekannt, dass wir Psychologen an der Seite haben. Natürlich können wir uns für sie einsetzen, anrufen, auf die Dringlichkeit hinweisen. Aber darüber hinaus kenne ich keine Möglichkeiten, dass wir da Termine vermitteln können, auch hier an der Hand haben für solche Fragen. Vielleicht kann ich die Frage mal in die Runde geben. Welche Möglichkeiten seht ihr, an Termine zu kommen? Also ich habe da tatsächlich später noch mal ein Problem, da würde ich ein bisschen näher drauf eingehen, noch, wie man an Termine kommt. Grundsätzlich, ich gebe
der Stefanie da recht. Es ist gar nicht so einfach, Termine zu bekommen. Es gibt leider sehr, sehr lange Wartelisten, vor allem wenn man dann auch im ländlichen Raum lebt. Ich glaube, wichtig ist, dass man da so ein bisschen Penetranz zeigt, dass man da wirklich dran bleibt und dann auch wirklich bei mehreren Therapeuten anruft und nachfragt und sich auf Wartelisten setzt. Über die Kliniken an sich. Es kommt immer darauf an, ob natürlich innerhalb der Huntington-Sprechstunde ein Therapeut arbeitet oder nicht. Also auch nicht alle alle Kliniken bieten sowas an. Im Notfall, was natürlich eine Möglichkeit wäre, dass man in der Psychiatrie in die psychiatrische Institutsambulanz geht und sich dort erstmal ein Erstgespräch besorgt und dann schaut, ob man da weitermachen kann, natürlich. Okay, prima. Genau, aber ich würde nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, prima, genau. Einzelnen Stellen sind, wo man auf jeden Fall nachfragen sollte. Genau. Jetzt habe ich zwei Fragen der Reihe nach. Zuerst kam die Frage, was ist die Aufgabe eines Neuropsychologen? Das ist noch eine ganz andere Berufsrichtung, sozusagen mit der Huntington-Krankheit. Okay, ich kann es gerne beantworten. Also ja. Da ich auch neuropsychologisch tätig bin, der Neuropsychologe ist im Grunde ein Psychologe. Das heißt, er hat auch erstmal Psychologie studiert und hat dann einfach eine Weiterbildung oder, also wenn er zertifiziert ist, eine Weiterbildung zum Neuropsychologen gemacht. Der Unterschied ist, dass er sich vor allem um die Kognition kümmert. Das heißt, dass er natürlich dann Dinge wie das Gedächtnis untersucht, die Aufmerksamkeit untersucht, was ja auch oft tatsächlich bei der Huntington-Erkrankung mit betroffen ist. Und das sind natürlich Faktoren, die man dann auch im Blick behalten muss im Verlauf der Erkrankung, um zu schauen, verändert sich da irgendwas, wird das schlechter, dass man dann natürlich auch dementsprechend Therapie in die Wege leitet. Das ist aber dann in der Regel kognitive Therapie im Sinne von Hirnleistungstraining. Okay, verstanden. Die Berufsbilder. Einen habe ich noch, mal gucken, ob wir den gleich machen oder später, gib mir bitte ein Signal. Die Frage von Andreas lautet, wie kann ich depressiven Huntington-Patienten helfen, die nicht freiwillig zum Therapeuten wollen? Das ist nicht so einfach zu beantworten tatsächlich, weil jeder Mensch natürlich auch ein Selbstbestimmungsrecht hat. Das heißt, ich kann niemanden zwingen, Therapie in Anspruch zu nehmen. Ich kann versuchen, natürlich mit ihnen drüber zu sprechen, was einerseits die Konsequenzen ist, wenn er es nicht macht, andererseits aber auch, was es ihm helfen sollte oder was es ihm bringen würde. Gerade als depressive Person ist man natürlich oft in so einem Tunnelblick gefangen, dass man erstmal gar nicht so richtig in der Lage ist zu merken, wo brauche ich, über was für Bedürfnisse habe ich, wo brauche ich überhaupt die Unterstützung. Also ich glaube, wichtig ist vor allem hier Gespräche mit dieser Person zu suchen und dran zu bleiben und einfach so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Dankeschön. Super. Vielen Dank für diesen ersten Teil, Stefanie, mit Unterstützung. Rainer macht weiter, Jakob macht weiter. Regie ist mir jetzt komplex. Jakob, okay. Genau, ich würde dann mal fortsetzen. Ja. Jetzt versuche ich mal den Bildschirm kurz freizugeben, damit alle auch die Präsentation sehen können. Wir können sie sehen. Funktioniert, Jakob. Funktioniert, super. Ja. Okay, genau, dann muss ich natürlich auch noch in den Folien weiterklicken können, aber ich denke... Genau, okay. So sind wir, genau. Da ist der Punkt, das ist eben die Agenda. Und vielen Dank erstmal, Stefanie, dass du schon so ausführlich eben jetzt über die Anpassungsprozesse im Rahmen von einer belastenden Situation informiert hast. Mein nächstes Thema betrifft dann eben Personen mit einer Huntington-Gefährdung. Ich will nur kurz aber zu Beginn noch von meinem Teil ein paar allgemeine Dinge sagen. Und zwar finde ich eben auch das Thema sehr umfangreich. Ja? Der Name des Themas ist ja psychologische Aspekte bei der Huntington-Erkrankung. Und vielleicht vorneweg in Psyche vom Wortursprung bezeichnet er so im Endeffekt die Gesamtheit aller bewussten und unbewussten geistigen und emotionalen Vorgänge. Das heißt, so unser gesamtes Denken und Fühlen ist eigentlich auch mit der Psyche bezeichnet. Und die Huntington-Erkrankung ist natürlich eine Erkrankung, die in allererster Linie unser Gehirn betrifft und dementsprechend kann jeder Aspekt unseres Fühlens, unseres Denkens rein theoretisch auch davon betroffen sein. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, sich dann auf sozusagen die wichtigsten oder scheinbar wichtigsten Aspekte zu begrenzen. Und das wollte ich Ihnen einfach nur noch mal eben im Vorhinein noch
eben sozusagen melden oder als Info mitgeben, dass mir das gar nicht so leicht gefallen ist, beim Vorbereiten auf die Präsentation mich da einzugrenzen. Ich habe jetzt versucht, sozusagen, wie ich finde, wichtige Aspekte aufzuführen. Aber es kann natürlich sein, dass bei all unseren Themen und den Vorträgen, die Sie jetzt noch hören werden, vielleicht auch Aspekte nicht genannt werden, die vielleicht Sie aber für sehr wichtig sehen. Genau, das soll jetzt eben von mir auch gar nicht vorauseilend entschuldigend irgendwie wirken, sondern es geht einfach nur darum, dass das Thema riesengroß sein kann und wir natürlich hier auch nur einen gewissen Teilbereich beleuchten können. Aber Sie können natürlich auch gerne im Nachhinein dann Fragen zum Beispiel per E-Mail an uns senden oder auch hier dann direkt stellen, wenn da einfach wichtige Aspekte von uns vielleicht etwas vernachlässigt wurden. Okay, so viel vielleicht vorneweg. Dann würde ich mal eben auf das Inhaltliche eingehen. Und zwar, es geht darum, Personen mit Huntington-Gefährdung sich mal anzuschauen. Was zeichnet überhaupt Personen mit Huntington-Gefährdung aus? Ja? Um Bewusstsein für eine mögliche Gefährdung zu haben, braucht es natürlich zwei wesentliche Informationen. Einerseits muss ich darüber informiert sein oder muss die Info vorliegen, dass die Krankheit in der Kernfamilie vorkommt. Und es muss auch ein gewisses Wissen über die Vererbung oder die mögliche Vererbbarkeit des betroffenen Gens vorliegen. Wenn diese zwei Informationen vorliegen, dann ist eben auch eine mögliche Gefährdung für die Erkrankung bekannt. Diese Informationen können entweder schon länger bekannt sein, wenn zum Beispiel die Erkrankung schon länger irgendwie als Wissen auch in der Familie bekannt ist, wenn damit relativ offen umgegangen wird und eben auch das Vorkommen oder das Auftreten der Erkrankung offen kommuniziert wird. Es kann aber natürlich auch sein, dass die eigene Gefährdung plötzlich bekannt wird, wenn jetzt scheinbar aus heiterem Himmel zum Beispiel ein Elternteil positiv auf die Erkrankung getestet wird. Und ich würde jetzt mal für die folgenden Folien, wenn ich jetzt so auf die emotionalen und psychischen Reaktionen eingehen werde, mal von einem möglichen Fall ausgehen, und zwar eben, wenn ich jetzt plötzlich erfahre, dass ich eine Gefährdung für die Erkrankung habe, nachdem zum Beispiel meine Mutter oder mein Vater einen positiven Genbefund auf die Erkrankung erhalten. Was wir da häufig als initiale emotionale Reaktion sehen, ist natürlich ein gewisser Schock und eine gewisse Überwältigung. Ja. Auf einmal werde ich mit dieser Erkrankung konfrontiert, habe mich vielleicht davor noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, weil es vielleicht auch für mich noch gar keinen Berührungspunkt gab. Und auf einmal ist da so ein ganz neuer Begriff im Raum. Ja, ich bin mit einer scheinbar schwerwiegenden Erkrankung konfrontiert, und es ist nicht selten, es ist total häufig, dass eben erstmal Schock und eine emotionale Überwältigung im Zentrum steht, wenn ich heutzutage in Zeiten des Internets dann vielleicht den Begriff erstmal auf Google eingebe und eben dann vielleicht mit ganz schrecklichen ganz existenziellen Sorgen und Problemen konfrontiert werde, dann kann das natürlich zu einer totalen Überwältigung erstmal führen. Ja, also im Sinne von einem Gefühl, dass die Welt auf einmal auf dem Kopf steht, dass die Welt so wie ich sie gedacht habe und wie ich mir auch die Zukunft ausgemalt habe, auf einmal irgendwie aus den Angeln gehoben wird und irgendwie alles so im Unklaren erscheint. Ist eben ganz, ganz häufig, dass man initial erstmal mit einer starken emotionalen Überwältigung reagiert. Des Weiteren kommt es natürlich auch so, wenn ich dann von einer möglichen Gefährdung erfahre, kann es dazu führen, dass ich erstmal eine Wut empfinde, vielleicht Wut auf generell die Welt, aber auch vielleicht Wut auf meine Familie. Warum wurde ich da nicht vielleicht vorher schon informiert? Ja, wusste wirklich niemand was? Oder wurde es vielleicht irgendwie nur unter den Tisch fallen lassen? Hat man es irgendwie so unter den Teppich gekehrt oder wollte sich nicht damit auseinandersetzen? Da kann es eben auch häufig zu Wut führen, gerade am Anfang. Und eine ganz wichtige zentrale Emotion, die häufig eben Personen, die gefährdet sind, die Erkrankung zu haben, betrifft, ist natürlich Angst, Sorge und Verunsicherung. Ja, also die große Frage, die dann eben im Raum häufig steht, ist: Was ist denn eigentlich, wenn ich die Huntington-Erkrankung habe? Wie werde ich mich dadurch verändern?
was bedeutet das für mich, für meine Ziele, für mein weiteres Leben, aber auch für meine Mitmenschen und da natürlich für meine Familie oder häufig sind, wenn Kinder da sind, vielleicht auch, was bedeutet das jetzt auch für meine Kinder? Und das geht dann eben ganz, kann ganz weit gehen, eben diese sorgenvollen, verunsicherten Gedanken, dann auch eben schon hier in diesem Stadium darüber, ob ich mich testen, also ob man sich testen lassen soll, wie man dann vielleicht auf einen Befund reagiert, wie es einem damit geht. Ja, also, und das kann man eigentlich scheinbar unendlich weit fortsetzen. Also es gibt ganz viel Raum hier, gerade in dieser Phase, mit Angst und mit Sorge zu reagieren. Und das geht natürlich in verschiedenste Lebensbereiche. Und hier ist es eben auch wichtig, gerade in Bezug auf Angst, schon früh darauf zu achten, ob das eben auch zu so einem Gedankenkreisen führt und ob ich mich dann auch in meinem Alltag aufgrund meines angstvollen Erlebens zunehmend eben belastet und beeinträchtigt fühle. Und dann kommen wir eben an den Punkt, den vorhin auch Stefanie schon erwähnt hat, dass man dann, wenn das sich sehr, sehr häuft und ich da praktisch überhaupt nicht mehr rauskomme aus diesen belastenden und bisweilen auch lähmenden Gedanken, dass es dann auch wichtig ist, dann auch wirklich in Kontakt zu treten, erstmal mit nahen Angehörigen, mit wichtigen Mitmenschen, aber dann auch wirklich versucht, professionelle Unterstützung zu bekommen, auch wenn es eben, wie wir vorhin gehört haben, nicht immer total leicht ist, da sofort einen Platz zu bekommen, aber da eben auch, wenn Sie einfach den Eindruck haben, diese sorgenvollen, angstvollen Gedanken häufen sich und Sie kommen da gar nicht mehr raus, dann eben auch der Hinweis, bleiben Sie hartnäckig, versuchen Sie mit mehreren Stellen Kontakt aufzunehmen und lassen Sie sich nicht entmutigen, auch wenn es erstmal schwer ist, gerade zur jetzigen Zeit sofort eine therapeutische Anbindung zu bekommen. Ja, aber das ist eben was ganz Übliches, dass in diesem Punkt die Emotion Angst, Sorge und Verunsicherung einen ganz großen Stellenwert einnimmt, eine ganz große Bedeutung. Was hier auch schon auftreten kann und auch dann im weiteren Verlauf sind Gefühle der Abgetrenntheit, dass man so auf einmal eben den Eindruck hat, ich muss mich jetzt hier mit was ganz Existenziellem rumschlagen und meine Freunde oder Bekannten, die planen irgendwie ihre Freizeitaktivitäten oder wo es dann vielleicht in Urlaub geht oder welche Wohnung gemietet wird oder welche Zukunftspläne einfach existieren. Und das kann natürlich dadurch, dass ich mich oder in dieser Phase man sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzt, kann das auch zu so einem Gefühl der Abgetrenntheit bis hin zu Einsamkeitsempfinden auch führen, dass man so schnell den Eindruck hat, ich bin irgendwie der Einzige, der gerade irgendwie mit diesem Thema konfrontiert ist. Ja, und da ist vielleicht auch die Empfehlung hier, eben nicht komplett alleine zu bleiben damit und wirklich auch solche Möglichkeiten wie zum Beispiel den Austausch über die DHH auch da wirklich dann eben zu nutzen, um eben auch zu sehen, okay, es ist jetzt ein Thema, was relativ selten ist, aber ich bin nicht alleine damit. Ja? Und man kann sich da auch gegenseitig sehr gut unterstützen. Und da ist es dann auch wichtig, eben solche Veranstaltungen wie zum Beispiel heute auch zu nutzen, um irgendwie in Kontakt zu treten mit anderen Personen. Genau, das sind so jetzt vielleicht mal ganz wichtige emotionale Reaktionen, die zu diesem Zeitpunkt auftreten können. Es gibt natürlich aber noch ganz viele weitere denkbare, die ich jetzt eben aber hier nicht aufführen konnte. Was vielleicht hier auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, was wir auch häufig beobachten, ist, dass es auch eine gewisse Tendenz bei vielen Personen gibt, dass diese Informationen dann erstmal zu verdrängen, zu negieren, zu verleugnen, das Ganze nicht zu nah an sich heranzulassen. Ich habe hier auch nochmal aufgeführt, Bagatellisierung, so im Sinne, dass man sagt, ja, okay, jetzt im Internet steht zwar dieses und jenes, aber die übertreiben doch alle, ja, so schlimm ist es doch nicht. Oder was auch eben so auch als Schutzmechanismus häufig besteht, ist so ein bisschen das, ja, okay, mich wird es dann doch nicht so schwer betreffen. Ja, also die Idee, die Erkrankung ist zwar eine sehr schwere Erkrankung, aber so im Sinne der Abwehr des Negativen, mich wird es dann vermutlich doch nicht so schwer betreffen oder vielleicht kenne ich irgendwie von meiner Großmutter, dass die erst relativ spät Symptome entwickelt hat, dann nehme ich das vielleicht auch für mich erstmal an, um einfach so mit dieser Information besser umgehen zu können. Und das wird eben in der Psychologie ein Stück weit als Abwehrmechanismus zum Selbstschutz gewertet. Genau, das sieht man eben auch sehr häufig, wenn es sozusagen
ja, wenn die Information, dass die Erkrankung in der Familie vorliegt, das erste Mal auftritt, dass das Personen vielleicht eben überraschenderweise man gar nicht so stark darauf reagieren. Ja. Genau. Das lässt sich natürlich ganz, ganz schwer pauschalisieren, wie jetzt eine Person direkt reagiert angesichts dieser Information, dass die Erkrankung vorliegen könnte. Es ist höchst individuell, wie man darauf reagiert und eben abhängig von mehreren Faktoren. Ganz wichtig ist natürlich die Persönlichkeit. Wie gehe ich prinzipiell vielleicht auch mit Emotionen um? Das meint es eben mit den Mustern der Emotionsbewältigung. Auch mit, was habe ich vielleicht für Vorerfahrungen, was habe ich für Grundannahmen über mich, über andere Personen, über das Leben, aber auch welche Werte und Lebensregeln ja, steuern mich in meinen Entscheidungen. Und natürlich nicht zuletzt ist auch die aktuelle Lebenssituation, meine weiteren Ziele und meine aktuell verfügbaren Ressourcen sind natürlich auch ganz wichtig, um irgendwie einschätzen zu können, wie reagiere ich denn dann angesichts dieser Information, dass eben eine Erkrankung möglicherweise vorliegen könnte. Also Sie sehen schon, es lässt sich wirklich nicht pauschalisieren, wie jetzt eine Person auf diese Information reagiert. Man muss sich das wirklich immer wirklich individuell anschauen, was ist da los und warum reagiert jetzt eine Person auf diese Art und Weise. Da kann man wirklich keine pauschale Aussage treffen. Genau. Was ich wichtig finde, ist eben die Genuntersuchung hiermit aufzuführen, weil das eben auch eine zentrale Frage für viele Personen in diesem Stadium ist. So die Frage eben, soll ich mich jetzt untersuchen lassen, molekulargenetisch, oder soll ich mich nicht untersuchen lassen? Auch hier ist es nicht unüblich, dass da eine ausgiebige gedankliche Beschäftigung mit dieser Frage stattfindet. Und da wollte ich Ihnen jetzt einfach nur ein paar Dinge, ein paar Aspekte mitgeben, die vielleicht wichtig sind in Bezug auf die Entscheidung für oder gegen die Untersuchung. Es ist natürlich wichtig, einige Kenntnisse zu haben über den Krankheitsverlauf und über die genetischen Grundlagen. Wenn ich diese Kenntnisse nicht habe, sollte ich mich vermutlich nicht einfach blindlings testen lassen, sondern ich sollte sozusagen schon auch wissen, auf was ich mich da einlasse oder was man damit eben auch erklären kann oder was man vielleicht auch nicht erklären kann. Für mich ist es auch wichtig, wenn ich mich eben für oder gegen die Untersuchung entscheide, dass ich für mich eine gewisse Klarheit habe über das, warum ich diese Untersuchung machen will. Ja, das heißt, wenn ich mich für eine Untersuchung entscheide und dann eben mir dann auch das Ergebnis mitteilen lasse, dann existiert dadurch natürlich auch das Risiko eines gewissen unauslöschlichen Blicks. Ja, ich kann die Informationen, die ich dann erhalte, nicht wieder aus meinem Bewusstsein streichen. Ja, und das heißt, auch da sollte man sich gut überlegen, warum möchte ich denn mich testen oder also warum möchte ich mich denn untersuchen lassen? Es sollte auch mit einer ehrlichen Selbsteinschätzung einhergehen, wie ich eben dann mit einem Ergebnis umgehen werde. Ja, also da ist es auch wichtig, wie wird mich das Ergebnis dann, egal welches Ergebnis auch rauskommt, wie wird mich das beeinflussen, wie werde ich darauf reagieren? Da finde ich, macht es auch Sinn, selber sich mal im Vorhinein schon zu reflektieren und so zu überlegen, okay, was ist wahrscheinlich oder wie könnte ich mir vorstellen, reagiere ich da darauf? Ganz, ganz wichtiger Aspekt, niemand darf für oder gegen die, für die Entscheidung zu einer Entscheidung gezwungen werden. Die Entscheidung muss immer selbstbestimmt und eigenmotiviert erfolgen. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel in einer Partnerschaft bin und meine Partnerin oder mein Partner sagt, ja, das wäre doch jetzt gut, mach das doch unbedingt, ist es eben so, dass so eine Entscheidung für oder gegen die Untersuchung nicht aufgrund von Dritten sozusagen getroffen wird, sondern das ist eine Entscheidung, die dem Individuum selbst obliegt. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Job eben von uns dann im Rahmen des ganzen beraterischen Prozesses auch abzuklären. Hängen da andere Leute dran? Ja? Ist die Person unter Druck gesetzt von außen, diese Untersuchung zu machen, oder ist es wirklich eine selbstbestimmte und autonome Entscheidung? Und auch hier wieder die ganze Beschäftigung mit der Frage, lasse ich mich jetzt untersuchen oder lasse ich mich nicht untersuchen, ist natürlich extrem kräftezehrend und emotional fordernd. Ja, also auch hier wichtig, für sich selber die Grenzen wahrzunehmen, auch wenn ich merke, ich
meine Kräfte verlassen mich, dann auch mal einen Ausgleich suchen, vielleicht mal versuchen, sich, auch wenn das eine wichtige Frage ist, auch mal mit anderen Themen zu beschäftigen, eben vielleicht sich mal durch irgendeine angenehme Aktivität, durch irgendwas, was man wahnsinnig gerne macht, sich mal ablenken zu lassen, um einfach auch andere Dinge ja noch sozusagen auf dem Schirm zu haben, um andere Erlebnisse zu machen und ja, nicht zuletzt natürlich dafür dann auch soziale Unterstützung wahrzunehmen. Ja, also man muss sich einfach bewusst sein, die Überlegung, ob man sich jetzt untersuchen lässt oder nicht, kann wirklich eben auch emotional fordernd sein. Und es ist auch okay, wenn man sich dann nicht 100% der kompletten Zeit, die man hat, damit auseinandersetzt, sondern das Thema auch immer mal wieder zur Seite legt und eben sich mit anderen Dingen beschäftigt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Okay, ich habe jetzt hier zwei kurze Fallbeispiele. Ich gehe da aber relativ kurz durch, weil ich sehe, dass die Zeit auch schon relativ weit fortgeschritten ist und wir doch noch ein paar Punkte auf unserer Agenda haben. Aber die lassen sich relativ kurz zusammenfassen. Also ich habe hier zwei Fallbeispiele aufgeführt, wo ich einfach nur illustrieren möchte, dass es je nach Lebenssituation und eben auch je nach Grundpersönlichkeit ganz verschiedene Reaktionen eben gibt auf diese mögliche Gefährdung oder mit der möglichen Gefährdung umzugehen. Ja, also hier haben wir eine Person Mitte 30, erfährt eben von einem möglichen Risiko nach einem positiven Genbefund des Vaters, reagiert hier emotional sehr stark mit zunächst starker Überwältigung, aber dann auch starker Wut und vor allem großer Angst, was auf sie zukommen mag. Und die Person reagiert dann so, dass sie sich sehr, sehr umfangreich mit dem ganzen Thema Huntington auseinandersetzt, wirklich versucht, in die letzten Ecken der Literatur und des Internets zu recherchieren, was gibt es, alles versucht für sich zusammenzutragen. Im Rahmen dieses Prozesses kommt es auch schon zu einem sozialen Rückzug, weil die Person natürlich dann viele Stunden zu Hause verbringt und meistens auch alleine und da irgendwie sich in die Recherche einarbeitet und dann natürlich auch mal das ein oder andere Treffen mit Freunden vielleicht hinten anstellt und dann ganz intensiv abwägt und sich schließlich für die Untersuchung entscheidet, die molekulargenetische Untersuchung durchzuführen, nicht zuletzt, weil eben auch ein weiterer Kinderwunsch besteht und sie für sich eben auch die Klarheit in dieser Frage im Vergleich zur Ungewissheit bevorzugt. Eine andere Person, interessanterweise der Bruder der Person davor, die ist hier ein bisschen älter und hat eine gewisse andere Lebenssituation, hat keine eigene Familie und strebt auch nicht an, eigene Kinder zu bekommen und möchte auch keine eigene Familie haben. Auch von der Grundperson ganz anders, also von der Grundpersönlichkeit ganz anders, auch im Umgang mit Emotionen schon davor gewesen. Und diese Person reagiert emotional relativ schwach, würde ich sagen, oder relativ wenig auf die Information, dass sie eben auch eine Erkrankung haben könnte, dass sie auch die Huntington-Erkrankung haben könnte, reagiert nur mit leichter Verunsicherung und holt dann sehr begrenzt Informationen zum Thema ein und entscheidet sich dann relativ schnell und vielleicht auch ein Stück weit unbedarft, sich eben nicht untersuchen zu lassen. Ja, und es geht jetzt hier auch gar nicht darum, in der kurzen Illustration dieser zwei Beispiele irgendwie das Vorgehen zu bewerten oder irgendwie moralisch oder ethisch zu beurteilen, sondern es geht wirklich nur darum zu zeigen, es ist einfach auch hier wieder sehr individuell, wie eine Person mit dieser Information umgeht, wie darauf reagiert wird und wie sich dann entschieden wird, auch in Bezug auf die genetische Untersuchung damit umzugehen. Ja? Also es geht einfach nur darum zu sagen, es gibt da sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Wege und Arten, damit umzugehen. Und es geht nicht darum zu sagen, was ist jetzt besser oder schlechter. Genau, vielleicht noch, was vielleicht auch noch wichtige Aspekte sind, worauf im Allgemeinen, worauf gilt es zu achten? Ein paar Dinge wurden vielleicht auch vorhin schon genannt von Stefanie, also was sicherlich schon genannt wird, ist, genau, bloß weil eben heftige emotionale Reaktionen am Anfang oder auch im weiteren Verlauf bestehen, liegt nicht gleich eine psychische Störung vor. Die Huntington-Erkrankung ist wirklich
dahingehend etwas sehr Spezielles, wo es ganz, ganz normal ist, dass man einfach auch wirklich sehr, sehr stark reagiert und sich mit ganz, ganz großen Fragen, existenziellen Fragen auseinandersetzen muss. Ja, und da ich das ist eben doch etwas, was so sozusagen, wenn man jetzt von der Erkrankung nicht betroffen ist oder keinen Berührungspunkt hat, kann man sich das manchmal gar nicht so vorstellen, wie normal eigentlich die Beschäftigung mit so ganz großen existenziellen Fragen im Rahmen der Erkrankung ist. Also da ist ganz wichtig zu sagen, bloß weil ich eben große Zukunftssorgen habe, Progressionsängste oder zum Teil auch Suizidgedanken, ist nicht gleich eine psychische Störung vorliegend. Ja, das Thema Suizidgedanken betrifft viele und man kann da nicht direkt auf eine psychische Störung schließen, wobei man da natürlich trotzdem ein besonderes Augenmerk drauf legen sollte und auch schauen sollte, wie geht man damit um. Das heißt eben, ob jetzt eine psychische Störung vorliegt, kann dann erst im zeitlichen Verlauf beurteilt werden und muss auch angesichts erlebter Belastung und Beeinträchtigung im Alltag bestimmt werden. Und da nehmen wir eben unsere generellen Kriterien, wie wir das in anderen Bereichen auch machen. Jetzt zum Beispiel beim Thema Depression, da geht man eben schon davon aus, dass es eigentlich mindestens einen Zeitraum von 2 Wochen geben muss, wo einfach die meiste Zeit die Stimmung sehr schlecht ist und auch nicht durch positive Erlebnisse im Alltag groß beeinflusst werden kann. Ja, also das heißt, es muss wirklich auch über einen gewissen Zeitraum eine Symptomatik vorliegen, damit wir auch von einem Störungswert sozusagen sprechen können und da auch wirklich was Behandlungsbedürftiges vorliegt. Genau, die Empfehlung generell in dieser Zeitphase, wenn es eben darum geht, dass ich mit einer möglichen Erkrankung konfrontiert bin, ist, wenn denn bekannt, schon früh auch eigene problematische Bewältigungsversuche reflektieren und im Auge behalten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von früheren Krisen weiß, ich reagiere, wenn es irgendwie für mich psychisch anstrengend, belastend wird, dass ich mich zurückziehe und vielleicht ja mal Alkohol trinke oder vielleicht auch mal zu viel Alkohol trinke, um irgendwie unliebsame Emotionen zu betäuben und um die nicht so spüren zu müssen, dann ist es auch wichtig, auf solche Muster in diesem Zeitrahmen oder in dieser Phase zu achten. Und eben im besten Fall gelingt mir das dann auch ganz gut, das zu reflektieren und eben vielleicht auch gegenzusteuern. Ja, jetzt ist es natürlich nicht so, darum habe ich hier eben auch noch neben Alkohol besonders hart arbeiten angeführt, dass jede Person auf unliebsame Emotionen mit Alkohol reagiert, sondern da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und andere Personen neigen eher vielleicht zur Überkompensation und stürzen sich dann besonders stark eben in Arbeit, um sich da von Arbeit ablenken lassen zu können. Ja, aber da geht es einfach nur darum, wenn ich meine individuellen Muster kenne, ich muss die natürlich kennen, wenn ich die kenne, dann sollte ich die reflektieren und auch ein Stück weit darauf achten, ob das jetzt irgendwie stark zunimmt und dann eben versuchen, auch gegenzusteuern und da eben auch dann unterstützende Sozialkontakte annehmen, aber auch eigene Ressourcen. Ja, das heißt, Dinge zu unternehmen, die mir gut tun, Dinge zu nutzen, die mir auch gute Gefühle sozusagen besorgen und gleichzeitig aber auch unterstützende Sozialkontakte mit ins Boot zu holen. Und genau, wie wir auch vorhin von Stefanie schon gehört haben, wenn es jetzt aber dazu kommt, dass ich besonders stark an belastenden Gefühlen und Gedanken anhafte, dann ist auf jeden Fall spätestens auch der Zeitpunkt gekommen, sich um eine therapeutische Abklärung oder gar weitere Anbindung zu bemühen. Und dann ist es eben auch wichtig, im besten Fall ärztliche oder psychologische Beratung zu beanspruchen. Und das vielleicht noch zum Abschluss, bevor wir dann zu den Fragen kommen, zu dem Bereich. Hier in dem Bereich, finde ich, ist es wichtiger, wenn ich den Eindruck habe, ich komme jetzt alleine nicht mit meinen Problemen so gut zurecht, eine therapeutische Anbindung zu erreichen, wo ich Vertrauen habe, wo ich denke, ich kann mich öffnen, ich kann mich mitteilen. Und ich würde sagen, zum Beispiel eine spezifische Huntington-Expertise ist in dieser Phase noch nicht so extrem wichtig wie vielleicht im späteren Verlauf. Ja. Hier geht es, natürlich sollte es ein Therapeut sein, der vielleicht auch sich dann ein bisschen über die Erkrankung informieren kann und eben auch weiß, was kommt denn auf meinen Klienten zu, was bedeutet diese Erkrankung für sein Leben. Aber hier geht es auch wirklich darum,
erstmal wo anzukommen und Vertrauen zu jemandem zu fassen und sich eben jemandem mitteilen zu können. Und die Gefahr ist eben, wenn ich mich hier zu sehr auf eine spezifische Kompetenz im Bereich Huntington schon versteife, dass ich dann sehr schnell frustriert werde, weil es da einfach leider Gottes nicht so viele Personen gibt, die da auch als mögliche Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Und bevor ich dann eben alleine und frustriert bin, und es ist sinnvoller, glaube ich, auch dann eben zu sagen, okay, ich schaue mal, dass ich wirklich eine Person einfach finde, wo ich mich gut mitteilen kann. Und im besten Fall ist die eben auch willig, sich auch ein bisschen im Bereich Huntington zu informieren. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, lassen Sie sich hier nicht beirren, wenn eben verfügbare Therapeuten erstmal keine spezifische Huntington-Kompetenz haben. Ich denke, da ist es wichtig, wenn man eben den Eindruck hat, alleine nicht klarzukommen, irgendeine Art von Anbindung, zu der man Vertrauen hat, zu haben. Okay, so viel erstmal zu dem Themenblock. Hier wäre jetzt eben der Raum für Zwischenfragen und eine sehe ich schon, genau. Erstmal danke, Jakob, für diesen Teil. Die erste Frage ist gerade eingetroffen, und zwar gerade zu der Frage, zur Seite davor, die du gerade hattest. Und zwar möchte Richard wissen, wieso sind Suizidgedanken eine psychische Störung? Das kann auch anders sein. Okay, genau. Also da habe ich mich vielleicht etwas versprochen. Nee, das war eben, also für mich ist es eben wichtig zu betonen, dass Suizidgedanken nicht gleich, dass nicht, wenn vom Auftreten von Suizidgedanken, vorübergehenden Suizidgedanken auf das Vorliegen einer psychischen Störung geschlossen werden kann. Ja, gerade im Bereich Huntington ist es wirklich häufig, dass auch eben fluktuierende oder vorübergehende Suizidgedanken oder Überlegungen an den eigenen Tod auch stattfinden können. Und es ist eben wichtig zu sagen, es ist nicht gleichzusetzen mit einer psychischen Störung. Ja, man muss es trotzdem im Auge behalten, gerade wenn es irgendwie auch schon konkrete Pläne oder Umsetzungsvorhaben gibt, dann ist es wirklich wichtig, da auch, wenn man zum Beispiel als Angehöriger das mitbekommt, das nicht sozusagen auszublenden und einfach so frei weiterlaufen zu lassen. Also da habe ich mich vielleicht verhaspelt oder irgendwie was falsch ausgedrückt, aber natürlich ist es so, dass nicht Suizidgedanken gleich eine psychische Störung bedeuten. Okay, ja. Danke dafür. Die nächste Frage von Katja ist sehr komplex, ich lese sie langsam vor. Und zwar fragt sie zum Thema Selbstbestimmung der genetischen Untersuchung. Meine Schwester will sich nicht untersuchen lassen, mein Bruder und ich sind positiv untersucht, haben aber bisher nur sehr leichte Symptome. Nun möchte der 30-jährige Sohn der Schwester eine Familie gründen und sich untersuchen lassen. Soll das Ergebnis dann gegenüber der Schwester, die es ja nicht wissen will, geheim gehalten werden? Schon jetzt sind Familienfeiern schwierig, weil die 20-jährige Tochter der Schwester noch nichts von der Gefährdung weiß. Wie soll man sich da am besten verhalten? Ich bin eher für ein offenes Umgehen mit Huntington und es fällt mir schwer, innerhalb der Familie nicht darüber sprechen zu dürfen. Okay. Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und eine sehr wichtige Frage. Und genau solche Themen betreffen natürlich viele. Ich finde, es ist ganz schwierig, da jetzt das direkt zu beantworten und da eine klare Empfehlung zu geben. Ja, also es gibt natürlich auch ein gewisses Recht auf Nichtwissen. Ja, das heißt, wenn eine Person sich klar ausspricht, ich möchte nichts dazu erfahren, möchte nicht keine Info zu meinem eigenen Risiko, dann finde ich, ist das auch etwas, was natürlich, ja, was man respektieren sollte, wenn es irgendwie gelingt. Klar sehe ich aber natürlich, dass das auch zu gewissen Spannungsfeldern und Problemen führen kann, wenn dann eben zum Beispiel bei Familienfeiern dieser komplexe Sozialverband so gemeinsam auftritt. Ja. Ganz schwierig, wie man das sozusagen direkt beantworten soll. Also ich finde, da ist es vielleicht wirklich auch nochmal wichtig, genau, ich kenne Sie jetzt nicht, liebe Katja, aber vielleicht ist da auch wichtig, wirklich nochmal ausführlicher im direkten 1:1 nochmal mit jemandem zu sprechen und eben mal zu schauen, wie kann man denn mit so den einzelnen Aspekten umgehen. Ja, das heißt,
Also ich glaube, da bräuchte man, also ich würde da jetzt keine pauschale Beantwortung oder keine Empfehlung geben, sondern ich würde sagen, da ist es wichtig, nochmal drauf zu schauen und vielleicht auch wirklich nochmal alle Beteiligten einzeln aufzuführen, zu schauen, was will jeder Beteiligte und dann zu schauen, wie kann man da einen möglichst guten Kompromiss finden, um eben, dass es sozusagen für alle möglichst gut passt, damit umzugehen. Ja, ich weiß, das ist eine eher unzureichende Beantwortung der Frage, aber ich würde Sie auch einladen, mit so einer Frage gern auch mal den Kontakt zu uns zu suchen. Und dann können wir auch im Rahmen von der Beratung auch mal schauen, ob man da eben im 1:1 das auch mal ein bisschen ausführlicher bespricht. Ja, ich weiß nicht, ob Rainer oder Stefanie da zu dieser doch eben sehr interessanten und komplexen Frage auch noch andere Einfälle haben. Also ich finde das sehr gut beantwortet. Ich sehe das genauso wie du, Jakob. Ich dachte gerade so, das Wichtige ist, sich genau die Frage zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn man das nicht tut, sondern zu früh entscheidet, ich mache es so oder anders, dann kann man manchmal Grenzen von anderen überschreiten oder für Konflikte sorgen, die es dann noch schwerer machen. Also von daher das eben zu berücksichtigen, sich des Dilemmas wirklich bewusst zu werden und den Kontakt zu anderen Betroffenen, zu Beratungsstellen zu suchen, weil es gibt Wege, es gibt halt nur nicht den Weg, sondern es ist immer individuell, wo man gucken muss, dass man da seinen Weg findet, möglichst viel zu berücksichtigen und auch bei seinen eigenen Bedürfnissen bleiben zu können. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, das braucht ein bisschen Zeit, aber ich finde, das Wichtige ist genau, sich die Frage zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, damit man möglichst nicht andere zu sehr übergeht. Prima, vielen Dank dafür. Okay, Rainer, jetzt bist du auch als nächstes dran, oder? Gut, die Fragen gerne. Haben wir bearbeitet, vielen Dank für die Fragen, auch sehr spannend. So, dann werde ich meinen Bildschirm wieder teilen. Ist schon sichtbar, genau. So. Jawohl, Nikola. Genau, ich mache jetzt den Mittelteil, wo ich nochmal ein bisschen ergänzend was zur Perspektive der genetischen Untersuchung sage und dann zur Diagnosestellung bzw. dem Auftreten erster Symptome. Weil die Diagnosestellung häufig ein klinischer Teil ist, den man meistens mit Ärzten ja bespricht, mit Neurologen oder mit Psychiatern. Deswegen mache ich diesen Mittelteil da ein bisschen zusammen. Ich gebe aber nach jedem Teil immer die Gelegenheit auch nochmal für Fragen. Starten wir mit dem ersten Teil, die genetische Untersuchung. Es gibt zwei verschiedene Wege, in eine genetische Untersuchung zu kommen, die jeweils eine sehr unterschiedliche psychische Situation bedeuten. Es ist einmal die sogenannte prädiktive Testung. Das bedeutet, ich habe keine Symptome und möchte wissen, ob ich halt Mutationsträger, Anlageträger für eine Erkrankung bin. Oder die symptomatische Testung, wenn ich Symptome habe und differenziell diagnostisch wissen möchte, ist es jetzt diese oder eine andere Erkrankung oder Problematik, die vorliegt. Zum ersten Punkt bei der prädiktiven genetischen Untersuchung, die ist eben nur nach dem Gendiagnostikgesetz in Deutschland möglich. Das heißt, man braucht zunächst ein Beratungsgespräch, ein ausführliches bei einem entsprechend zertifizierten Arzt. Das können Humangenetiker sein, Neurologen, Psychiater, die dann entsprechende Weiterbildung haben. Die prädiktive Testung ist halt nur für Menschen mit einer Huntington-Gefährdung möglich. Also wenn es eben in der Familie, entweder direkt bei den Eltern oder auch indirekt, wenn sich jetzt zum Beispiel, wie wir gerade die Frage auch hatten, Vater oder Mutter nicht testen lassen möchten, aber ich weiß eben bei den Großeltern oder in der weiteren Verwandtschaft gibt es Fälle, dann kann man sich da beraten lassen und eben diese prädiktive Testung in den Weg leiten. Man hat dann eine gewisse Bedenkzeit, die da auch vorgeschrieben ist, aber auch sehr sinnvoll ist. Man kann dann Blut sich entnehmen lassen für die Untersuchung, aber erst, wenn man quasi die Befunderöffnung macht. Der Befund ist immer in einem verschlossenen Umschlag, also auch die Untersucher, auch wir wissen vorher nicht, was da drin steht,
sondern erst, wenn man den wirklich dann gemeinsam öffnet, dann ist eben wirklich das Ergebnis bekannt. Die besondere Situation bei einer prädiktiven Testung ist, dass es natürlich oft eine psychische Belastung durch die Erfahrungen in der Familie gibt, wo man schon erlebt hat bei einem eigenen Elternteil oder auch weiter in der Verwandtschaft oder bei den Großeltern, wie die Krankheit verlaufen ist und wie in was für schwierige Situationen manche da vielleicht auch geraten sind. Die Ungewissheit der Anlageträgerschaft, die Angst und Unsicherheit, vor allen Dingen auch Zukunftsängste stehen da natürlich sehr im Vordergrund, was den emotionalen Teil betrifft. Was die Entscheidungen anbelangt, ist im Rahmen so einer prädiktiven Testung, so wie der Jakob gerade die Beispiele auch genannt hat, geht es ja oft um Familienplanung, Berufswahl, weitere Ausrichtung des Lebens. Da möchte ich auch nochmal unterstreichen, sehr wichtig ist eben, wenn man sich für eine prädiktive Testung beraten lässt, dass man da ehrlich zu sich ist und dass man auch die Bedenkzeit gut nutzt. Deswegen so wichtig, ich fange jetzt mal mit dem letzten Punkt an, die eine Befundmitteilung. Also selbst wenn man Blut entnommen hat, das kann man immer noch verschieben. Aber wenn man den Befund einmal kennt, ist es endgültig und da kommt man nicht wieder zurück. Und der Befund, egal wie er aussieht, irgendwas ändert er immer im Leben. Und von daher ist das ein Punkt, wo man sich genug Zeit lassen sollte, wo man sich ausreichend beraten lassen sollte. Und dass man dafür sorgt, dass man eben konstruktive Bewältigungsstrategien sich vorher überlegt. Also wie stellt man sich auf mit Freunden, Familie, macht man eine Psychotherapie oder nicht? Reicht einem eben so ein Beratungsgespräch oder braucht man doch eine längere Begleitung? Nimmt man sich eine Auszeit? Wie auch immer, dass man eben guckt, was brauche ich oder was könnte ich brauchen als Sicherheitsnetz für den Fall, dass dann die Befundmitteilung so ist, dass ich Genträger bin oder dass ich nicht gut damit zurechtkomme. Dysfunktionale Bewältigungsstrategien, wie wir das psychologisch nennen, ist halt dann, wenn man sich überfordert fühlt, damit nicht klarkommt, auf Alkohol, Drogen oder Arbeit zurückgreift, Rückzug mit Vernachlässigung von Ausbildung, Beruf, Freunde, Familie, weil das natürlich erstens für einen selber ganz furchtbar ist, aber weil es auch für die Angehörigen, für die Partner, für die Eltern ganz schlimm ist, wenn man dann mit dem Befund konfrontiert ist und diese Menschen eben in solche Strudel und Verhaltensweisen geraten, wo es dann viel schwerer ist, Hilfe zu kriegen oder Hilfe dann auch anzunehmen. Und von daher ist meine dringende Empfehlung immer, sich vor so einer Testung ein ausreichendes Sicherheitsnetz zu überlegen und eben möglichst nicht so mit halb zugekniffenen Augen wird schon gut gehen oder ach, das wird schon nicht so schlimm, da durchzugehen, sondern wirklich die Zeit und auch die Bedenkzeit zu nutzen. Wenn man Hilfsstrategien nicht braucht, ist nicht schlimm, aber wenn man welche nötig hat und man hat keine, dann ist es echt schwierig, vor allen Dingen dann zeitnah und schnell da wirklich dann auch sehr sich stabilisieren zu können. Zweiter Punkt, die Situation der symptomatischen Testung, die ist jederzeit möglich zur Diagnoseklärung, eben auch bei Kindern und Jugendlichen, weil manchmal sind bestimmte Veränderungen oder bestimmte Probleme da, bestimmte Symptome, wo man einfach wissen muss, handelt es sich jetzt um die Huntington-Krankheit oder ist es was anderes? Und dann gibt es die Möglichkeit, eben natürlich jetzt bei Kindern, Jugendlichen, nur mit Einverständnis der Eltern, da auch zur Diagnoseklärung eine Testung machen zu lassen. Die prädiktive Testung geht frühestens ab 18. Die psychische Situation ist eben eine ganz andere. Das heißt also, hier bestehen ja bereits Symptome. Und natürlich ist man belastet dadurch, dass man merkt, irgendwas hat sich verändert oder ich habe Konzentrationsschwierigkeiten oder ich habe meine Feinmotorik ist anders. Da spielen natürlich Gefühle von Angst, Trauer, Wut, Scham. Auch ne, in dem Bereich sehen andere vielleicht schon Veränderungen bei mir. Existenzängste, wie bin ich finanziell abgesichert, kriege ich überhaupt eine Rente und wie soll das weitergehen, wenn ich jetzt schon krank werde.
Das sind eben andere Belastungen, die dann nochmal schwerpunktmäßig bei vielen eine Rolle spielen. Und die Frage halt, wie gehe ich dann weiter damit um, wenn ich dann tatsächlich jetzt schon Symptome der Krankheit haben sollte? Also wie sieht es aus mit meinem Beruf? Wie entscheide ich mich zu einer Behandlung oder auch Umgang mit Studien? Auch hier natürlich möglichst konstruktive Bewältigungsstrategien früh einleiten, ist auch da natürlich wichtig und hilft, und eben Planung der weiteren Betreuung auch mit den Ärzten und Therapeuten dann zusammen. Ich hatte gerade schon gesagt, die Befundmitteilung ändert immer etwas im Leben, auch bei einem guten Ergebnis. Das sage ich auch immer bei den Erstgesprächen, weil man weiß nie genau, wie reagiere ich darauf. Und ich kenne eben viele Menschen, die ganz unterschiedlich darauf reagiert haben. Es ist wirklich bei manchen mehr und bei anderen weniger. Der Jakob, die Stefanie haben es gerade schon sehr schön dargestellt, dass es viel mit der Persönlichkeit, mit den Vorerfahrungen zu tun hat. Von daher kann man da nie sicher sagen, wie wird das bei mir sein. Die Intensität auch der emotionalen, psychischen Reaktion ist für einen selber, aber auch für Therapeuten schwer vorauszusehen. Wie intensiv das ist. Und von daher ist es immer gut, rechtzeitig auch dann Strategien zu entwickeln oder parat zu haben. Was ist mein Plan B, was ist mein Plan C, wenn ich damit Schwierigkeiten bekomme. Und es ist halt von vielen Faktoren abhängig, auch von der eigenen Lebenssituation, von meinem Beruf, je nachdem, was genau ich mache und wie sieht meine aktuelle Resilienz eben aus. Also das ist ja auch unterschiedlich im Leben, die ist nicht immer gleich. Und da eben auch zu gucken, dass man nach der Befundmitteilung die Möglichkeit für psychologische, also begleitende, beratende oder intensivere psychotherapeutische Gespräche wahrnimmt. Und wir in der Ambulanz bieten das eben an, das können wenige Termine sein, bis zu einer regelmäßigen Begleitung über Jahre. Also das, was man braucht, dass man das dann auch bekommt. Und dass man eben frühzeitig wirklich so ein Netzwerk, so ein Hilfssystem aufbaut aus Familie, Freunden, Ärzten und Psychotherapeuten. Ich möchte ganz kurz ein Fallbeispiel darstellen, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich dachte, wenn ich Menschen in einer ähnlichen Situation was wünschen würde, dann wäre das etwas wie das für diesen Betroffenen gewesen ist. Es war ein 31 Jahre alter Patient, wo ein Elternteil halt eben die von der Huntington-Krankheit betroffen ist. Und die genetische Untersuchung fand im Grunde genommen schon bei Symptomen statt, weil er schon darauf angesprochen wurde, sag mal, irgendwie läufst du komisch, da hat sich was verändert. Ist dir das denn selber schon aufgefallen? Und von daher ging es dann um eine symptomatische Testung, aber auch bevor wir die Untersuchung durchgeführt haben, haben wir eine ganze Zeit lang auch erstmal psychotherapeutische Gespräche geführt, um das eben wirklich gut vorzubereiten. Letztlich war es dann relativ bald so innerhalb des nächsten Jahres, dass er wegen der Symptome seine Ausbildung nicht fortsetzen konnte bzw. beenden musste, aber er arbeitet, er hat eine Tätigkeit. Aber die Anforderungen, das war einfach zu viel für die jetzige Situation, das zu beenden. Was aber gut gelungen ist, der Patient hat eine super Unterstützung von der Familie, aber auch von Freunden, die dann wirklich auch soziale Aktivitäten angepasst haben. Die dann gesagt haben, komm, wenn wir wegfahren oder wenn wir Wanderungen machen, lass uns das zusammen planen. Und die dann Rücksicht genommen haben und gesagt haben, ne, dann kommst du irgendwie, also ne, irgendwie später dazu oder wir treffen uns dann und dann verbringen wir ein paar Tage irgendwo auf einer Hütte oder so. Und was wirklich super funktioniert hat und was für den Patienten unglaublich wichtig ist, einfach diesen Rückhalt zu haben und eben diese Aktivitäten und diesen sozialen Halt gerade bei den Freunden noch nicht zu verlieren. Und das ist super gut gelungen und zeigt eben, es geht, wenn man da offen mit umgeht und wenn sich die Beteiligten darauf einlassen, ist da eine ganze Menge möglich. So als positives Beispiel. Die Mitteilung
dass man Mutationsträger ist, kann eben auch für Familienangehörige, Partner und Freunde erhebliche Auswirkungen haben. Viele nicht direkt Betroffene scheuen davor zurück, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Manchmal unter solchen Gedanken, naja, es gibt ja eh schon so wenig Therapieplätze und die müssen alle so lange warten, da will ich ja jetzt nicht noch jemandem da einen Therapieplatz wegnehmen, der es dringender bräuchte. Und wo auch oft innere eigene Muster eine Rolle spielen, ich muss stark sein, es geht doch nicht um mich, und wo man dann quasi verpasst, rechtzeitig selber Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man in eine Situation gerät, wo man eben nicht mehr klarkommt. Das Problem für Angehörige, es gibt keine Möglichkeit, präventiv oder einfach aus begleitenden Gründen eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Das heißt, man muss entweder dann, wenn man eine therapeutische Begleitung möchte, das selber zahlen, oder man braucht eben sowas wie eine Diagnose, wie zum Beispiel eine Anpassungsstörung, damit man die Therapie von der Krankenkasse dann bezahlt bekommt. Man bekommt die dann bezahlt, aber man muss eben ähnlich wie das von einer genetischen Untersuchung der Fall ist, sich vorher klar überlegen, dass das auch mit Konsequenzen verbunden sein kann, weil das dann formal juristisch als Vorerkrankung zählt. Und das gilt es eben zu bedenken. Also man hat Anspruch darauf, man sollte das nur eben einmal bedenken und besprechen. Und es kann auch für Angehörige gar nicht so ohne sein. Also ein Beispiel, eine 58 Jahre alte Patientin, die Mutter von zwei Kindern ist, wo leider eben beide Genträger sind für die Huntington-Krankheit. Und der Sohn ist das jüngere Kind, und die Mutter hat den Sohn bei der Befunderöffnung eben begleitet. Und für sie ist damit eigentlich so die letzte Hoffnung zerbrochen. Und für die war das ganz schlimm, die danach wirklich in eine schwerste Depression geraten ist, die auch dann eine stationäre Behandlung sogar brauchte, wo also Medikamente und eine ambulante Therapie zunächst nicht ausreichten. Und durch die Situation eben den Ehemann erstmal in der Krankheit begleitet zu haben, und der eben dann mittlerweile auch schwer krank ist, und dass beide Kinder Genträger sind, das war so eine Überforderung, dass sie wirklich in eine schwere Depression geraten ist. Und von daher brauchen manchmal auch Angehörige wirklich Begleitung, manchmal Behandlung, manchmal auch eine sehr intensive Behandlung. Okay, das noch so als Ergänzungen zum Thema der genetischen Untersuchung. Gibt es dazu vielleicht erstmal noch Fragen? Ich sehe aktuell noch keine Fragen. Ich kann mal weg Zeit geben. Noch mal eingetragen, wenn alle so aufmerksam zugehört bis jetzt. Also geht ihr noch darauf ein, habt ihr so eine Art Baukasten, so Methoden dabei, wie für diese Gespräche die da geführt werden? Sind das einfach individuelle Gespräche, um auch Zeit und Raum zu geben der Person? Oder habt ihr da bestimmte Vorgehensweisen? Wie macht ihr das dann? Würde mich mal interessieren zwischendrin. Also ganz praktisch bei uns in der Ambulanz ist es so, dass die meisten Erstkontakte über mich laufen. Und wo ich dann erstmal ganz offen gucke, wie ist die Situation, wo drückt der Schuh am meisten und was braucht jemand. Und meistens gelingt das schon im ersten Gespräch, manchmal braucht man auch zwei, drei, dass man so ein bisschen eine Richtung findet. Dass man entweder sagt irgendwie, okay, eine psychotherapeutische Begleitung vor Ort oder durch unsere Ambulanz, dann gebe ich an Kollegen oder Kollegin weiter. Oder es geht mir um Informationen, wo man sagt, man braucht irgendwie zwei, drei Gespräche zur Stabilisierung oder zur Informationsvermittlung. Und da kann man dann quasi so einen Plan dann zurechtschmieden, was dann so die weiteren Schritte sind. Okay, wenn jetzt keine Fragen sind, würde ich erstmal dann... Und zwar Frau Kerstin, wo kann ich die symptomatische Genuntersuchung meiner eventuell betroffenen 10-jährigen Tochter durchführen lassen? Eine symptomatische Testung bedeutet ja, dass man irgendwo auch bei einem Arzt war, der neurologisch untersucht hat, oder wo man eben im Gespräch ist, wo man in der Untersuchung ist. Und die wissen das meistens. Also entweder können die das selber, weil vom rechtlichen Aspekt ist es so, dass
eine symptomatische Testung jeder approbierte Arzt veranlassen darf. Nicht jeder möchte das oder nicht jeder fühlt sich da kompetent genug, sodass die dann oft an Humangenetik oder auch an ein Huntington-Zentrum weiterverweisen. Dann kann man die auch da machen lassen. Aber das macht jede Genetik theoretisch, kann bei einer symptomatischen Abklärung auch irgendwie eine Kinderklinik das Blut abnehmen und ins Labor schicken. Also wenn die da Erfahrung mit haben, das geht dann schon. Genau, nochmal Ergänzung von mir. Wir hatten auch zum Thema juvenile Form der Huntington-Erkrankung ein Online-Seminar vor einigen Monaten. Da war auch der Carsten Sach, beispielsweise aus Bochum, Huntington-Zentrum mit einem Kollegen dabei, Janis Achenbacher. Und die haben auch sehr ausführlich darüber gesprochen. Also mein Tipp, wenn ich zum Experten gehen, sind diese Veränderungen der Tochter wirklich auf Hunting zurückzuführen, um da in die richtige Wege zu gehen. Meine Ergänzung dazu. Okay. Dann gibt es eine Anmerkung von Katja, die sagt, leider läuft es in der Realität nicht immer so ideal. Ich habe vor 4 Jahren meinen positiven Bescheid am Telefon bekommen, ohne jede echte Beratung vorher oder nachher. Schockierend im Jahr 2018, dass das passieren kann. Macht mich fast ein bisschen sprachlos. Also das ist wirklich schlimm, weil eigentlich sollte jedem Untersucher, jedem, der solche Untersuchungen durchführt, die Bedeutung und die Wucht davon bekannt sein. Und schlimm, dass es das gibt. Wir versuchen immer, auch in den Weiterbildungen und mit den Kollegen darauf hinzuweisen und darauf hinzuarbeiten, dass so etwas nicht passiert. Das darf eigentlich nicht sein. Also ich finde es furchtbar. Was gibt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn Bedarf ist, jetzt den Rat zu holen? Absolut, natürlich, selbstverständlich. Ja. Okay, dann geht es weiter mit Petra. Sie möchte wissen, was verstehe ich unter einer Anpassungsstörung für mich als Angehörige, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt? Anpassungsstörung ist unabhängig jetzt, ob man jetzt Huntington hat oder nicht, so wie Stefanie das gesagt hat vorhin. Wenn ich eben mit Symptomen reagiere, wo ich den Eindruck habe, das übersteigt meine Fähigkeit, damit klarzukommen. Wenn ich Schlafstörungen habe, Appetitlosigkeit, depressive Symptome über Wochen, Gedankenkreisen, wenn mir nichts mehr Freude macht, wenn ich da das Gefühl habe, das ist mehr, ich glaube, man spürt das eigentlich, wenn man da ehrlich zu sich ist, dann kann man das abklären lassen. Man kann dann eben so ein Erstgespräch bei einer Psychotherapeutin führen oder den Hausarzt fragen oder zum Psychiater gehen oder so. Und dann kann man gemeinsam gucken, ist das was, wo Behandlung notwendig ist. Und wenn man die Diagnose findet, dann zahlt auch die Krankenkasse natürlich die Kosten. Danke dafür. Dann fragt Richard, ob in den Beratungsgesprächen auch auf die Selbsthilfe hingewiesen wird. Na klar, auf jeden Fall. Also das geht in beide Richtungen. Viele kommen von den Selbsthilfegruppen oder von der DHH. Und umgekehrt ist es so, dass wir dann auch darauf hinweisen. Es kommt selten vor, aber es kommt vor, dass jemand die DHH noch nicht kennt. Und genau, auf die DHH die Möglichkeit, auch die Selbsthilfegruppen, sich da auch in der Umgebung was zu suchen, weisen wir immer hin. Und zumindest das eben mal auszuprobieren. Weil für manche ist das eine super Unterstützung, an einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen. Andere sind dann eher, für die ist das zu nah, für die ist das zu viel am Anfang. Aber das findet man eigentlich nur raus, wenn man da mal mit jemandem telefoniert oder mal hingeht und sich da auch Unterstützung holt. Das ist gut so. Ich denke auch gerade der Austausch mit den anderen Betroffenen, andere Geschichten hören, ist eine ganz wichtige Ressource, die dann auch selber einstärken kann. Aber auch belastet gleichermaßen, andere solche Geschichten zu hören. Bis in die andere Richtung geht die Frage von Uwe. Der möchte wissen, dürfen Menschen mit der Huntington-Gefährdung von Arbeitgebern oder Versicherungen nach der genetischen Belastung der Eltern befragt werden? Müssen sie dieses Risiko mitteilen? Rechtlich nicht. Also manche schreiben sowas in ihre Bögen rein oder möchten das wissen. Das ist nicht erlaubt. Also weder bei der Huntington-Krankheit noch bei anderen Krankheiten, das dürfen die nicht tun. Also juristisch ist das nicht erlaubt. Manche machen es trotzdem, wenn man dann irgendwie eine Stelle haben möchte und vor so einem Bogen sitzt. Es ist natürlich schwierig. Im Zweifelsfall wird es einfach offen lassen. Also sie sind nicht verpflichtet, so etwas einzutragen oder mitzuteilen.
Wenn Sie eine eigene Vorerkrankung haben, davon wissen, das ist was anderes, aber es darf nicht nach den Eltern gefragt werden. Zu wissen, danke dafür. Und noch eine Ergänzung von Petra, das bezog sich eben auf den Fall von Katja, die das Ergebnis am Telefon erhalten hatte, ohne Beratung vorher, nachher. Ergänzt Petra, das sei auch bei ihr im Jahr 2016 so passiert. Furchtbar, kaum vorstellbar. Also es gibt ja seit vielen Jahren eben auch das Gendiagnostikgesetz, wo ja auch drin steht, dass zum Beispiel auch bei der Befundmitteilung, die muss persönlich erfolgen, die muss durch den Arzt erfolgen, der das Gespräch, das Aufklärungsgespräch geführt hat. Man darf eben nicht alleine kommen zur Befundmitteilung, dass man danach eben noch mit dem Auto fahren muss oder irgendwie alleingelassen ist, sondern dass man eben dafür Sorge trägt, dass jemand nicht alleine ist. Also es gibt auch vom Gesetz wegen da konkrete Vorschriften, wie so eine genetische Untersuchung und die Befundmitteilung erfolgen muss. Von daher ist es schlimm, das zu hören. Ja, das darf eigentlich nicht sein. Ergänzend dazu, wir haben bei Hunting gibt es ja eine extra auch eine Richtlinie, wie die genetische Untersuchung erfolgen soll. Auch nochmal Empfehlung der deutschen Huntington-Hilfe unserer Sicht nach oder auch ein Ablauf zur genetischen Untersuchung. Und einer der ersten Punkte oder als Empfehlung auf uns zu fragen, wie ist denn das weitere Vorgehen, wenn man den ersten Kontakt auch hat, um das sich selber im Vorfeld schon ja, zu wissen, wie es weitergeht. Telefonische Kandidaten zu vermeiden. Ja. Okay, danke für diesen Fragenblock. Rainer, ich glaube, du hast noch einen, noch mehr für uns zu bieten. Genau, dann geht es direkt weiter. Ach, jetzt macht er das wieder von vorne. Wir sind gleich soweit. Moment. So, genau. Jetzt geht es um den Bereich Diagnosestellung, erste Symptome. Das Auftreten erster Symptome ist ein sehr schleichender Prozess. Es ist manchmal schwer zu sagen für die Betroffenen selber, aber auch für Ärzte, sind das jetzt schon wirklich Zeichen einer Huntington-Krankheit oder nicht. Die Diagnosestellung bei der Huntington-Krankheit, das muss man sich bewusst sein, ist immer eine klinische Diagnose. Das bedeutet, es gibt kein Röntgenbild, kein MRT, keine Laboruntersuchung, wo man sagen kann, oh, jetzt sehen wir aber, Sie haben Huntington, sondern es ist immer eine neurologisch-motorische Untersuchung oder eine psychiatrische oder ergänzend neuropsychologische Untersuchung. Und dann hat der klinischen Symptomatik wird die Diagnose dann gestellt. Wenn man Veränderungen bemerkt, und die Diagnose im Raum steht, dann orientieren sich die Ärzte im Moment übereinkommensgemäß an neurologisch-motorischen Symptomen nach diesem ORDRS. Die heißt Unified Huntington Disease Rating Scale. Das sind ganz viele Punkte, die dann standardisiert von allen Untersuchern auch weltweit dann durchgeführt werden. Und wenn man in dieser Untersuchung mehr als 10 Punkte hat, und eben typische Symptome einer Huntington-Krankheit vorliegen, dann wird das Stellen der Diagnose nahegelegt. Das ist eine willkürliche Übereinkunft, deswegen viele Betroffene kommen ja dann mit der Frage, oh Gott, ist es schon ausgebrochen oder noch nicht? Habe ich jetzt die Krankheit, habe ich schon Symptome oder nicht? So einen klaren Schnitt, so einen klaren Zeitpunkt, gibt es eigentlich nicht, sondern das ist immer eine Grauzone, wo man Veränderungen bemerkt, die man bewerten muss. Und es ist nie so, dass das irgendwie sehr schnell geht oder jetzt der Moment ist, wo man dann auf einmal die Diagnose bekommt, dass die Krankheit dann symptomatisch ist. Und in dieser Huntington Disease Rating Scale gibt es eben als letzten Punkt etwas, wo die Ärzte die Diagnose Sicherheit ankreuzen müssen. Das geht eben von normal keine Auffälligkeiten bis hin zu 100%, wo man also einschätzen kann, wie sicher bin ich mir denn bei dem, was ich sehe, dass das Symptome einer Huntington-Krankheit sind. Und da sieht man, dass es eben nicht immer ganz sicher ist, sondern dass es auch Bereiche gibt, die unsicher sind, wo man da eventuell das auch noch nicht so klar dann definieren kann. Diese Grauzone, die kann manchmal
über Jahre gehen. Insbesondere wie im Moment, wenn jetzt übereinkunftsgemäß eben noch keine neurologisch-motorischen Symptome da sind, aber jemand merkt, hey, ich kann mich ja schon schlechter konzentrieren, gehört das nicht auch dazu? Das kann sein, aber es kann auch genauso gut zu einer Depression oder zu was anderem gehören. Das ist eben sehr schwer zu sagen. Es ist auch immer wieder in der Diskussion, sind wir denn mit den neurologischen Symptomen zur Diagnosestellung da richtig? Oder ist es nicht besser und müsste man nicht eigentlich andere Kriterien verwenden? Das ist eine knifflige Diskussion, die immer wieder geführt wird, die, glaube ich, auch aktuell Gegenstand eben wissenschaftlicher Diskussionen ist. Es ist eben etwas, was man per Übereinkunft eben festlegt und nicht so klar sagen kann, wie das Röntgenbild zeigt, das Bein ist gebrochen. So klar und einfach ist es bei der anderen Krankheit eben nicht. Es sind auch Schwankungen möglich. Also manchmal sehen wir Betroffene, wo man den Eindruck hat, ja, es könnte jetzt schon beginnen, was da sein. Und ein Jahr später sind die in der Untersuchung wieder völlig unauffällig, wo das einfach Stress war, Belastung war oder wo das einfach Schwankungen waren, die dann wieder zurückgegangen sind. Und aus einer psychischen Sicht heraus würde ich immer empfehlen, den Zeitpunkt der Diagnosestellung gemeinsam mit dem Betroffenen noch zu erarbeiten. Weil es gibt gute Gründe, auch diese Grauzone in die ein oder andere Richtung ein bisschen auszunutzen. Wenn jemand von dieser Ungewissheit unglaublich gequält ist, kann es eine Erleichterung sein zu sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber dann lassen Sie uns übereinkommen oder wir gucken in 3 Monaten nochmal und wenn es dann immer noch so ist, dann stellen wir auch schon mal die Diagnose. Es kann auch sein, dass jemand sagt, naja, das stört mich noch nicht, es hat eigentlich weiter jetzt auch keine Konsequenz. Muss es denn sein? Nein, es muss nicht sein. Dann kann man die Grauzone ein bisschen weiter nach hinten vielleicht ausdehnen. Wichtig finde ich, dass man auch, wenn man über Symptome, über Diagnosen spricht, Überforderung und Gefühle von Kontrollverlust vermeidet. Dass also niemand dann quasi zu einer Beratung kommt oder zu einer Untersuchung und man teilt damit, ach ja, heute haben wir gesehen, irgendwie sind die Symptome da und damit gehen wir in jetzt die Diagnose. Also ähnlich wie das gerade in diesen Negativbeispielen mit der genetischen Untersuchung war, sollte man das auch bei der Diagnosestellung vermeiden, sondern das braucht Zeit, das kann man vorbereiten und man muss da wirklich auch die Betroffenen gut mitnehmen. Und dass man sich selber oder als Betroffener oder als Familie schon frühzeitig orientiert und zum Beispiel auch schon im Rahmen von so einer genetischen Untersuchung fragt, sagen Sie mal, wie würde das denn ablaufen, Herr Doktor, wenn wir eines Tages über die Diagnose sprechen müssen? Dass man da nicht eben so in ungewiss dann zum nächsten Untersuchungstermin geht und hofft irgendwie, hoffentlich ist alles gut, sondern dass man da einfach mit seinem Arzt, seiner Ärztin drüber gesprochen hat, wie läuft das denn bei euch ab? Wie wäre das denn? Und wie würdet ihr mir dann weiterhelfen? Wie man eben bei Untersuchungen, wenn man dann auch zu Ärzten geht, in die Klinik oder ins Huntington-Zentrum gut für sich sorgen kann, ist immer nachfragen, wenn es Unklarheiten gibt. Weil wir Ärzte und je engagierter manche sind, desto besser gemeint sind Dinge. Aber wenn, was manchmal passiert, jemand dann 1-2 Stunden über klinische Studien und alle Möglichkeiten und was es alles gibt erzählt, ist das einfach zu viel. Wenn man dann hinterher guckt, mein Gott, was habe ich denn eigentlich verstanden? Dann war das möglicherweise eine Situation von Überforderung. Also immer wieder nachfragen, immer wieder aktiv gestalten, statt sich ausgeliefert oder abhängig zu fühlen. Man darf das auch Ärzten sagen, Entschuldigung, es wird mir gerade ein bisschen viel, ich hätte gern lieber einen zweiten Termin, weil das ist mir zu wichtig, als dass das jetzt so an mir vorbeirauscht. Also das dürfen Sie sagen, seien Sie aktiv auch in der Gestaltung der Untersuchungssituation und der ganzen des ganzen Ablaufs. Wir gucken eben auch immer wieder nach Therapiesetting, Therapieziele, wenn es jetzt zum Beispiel auch um Psychotherapie geht. Und dass man da eben auch schaut, dass man so etwas natürlich auch mit einem Neurologen oder mit einer allgemeinärztlichen Begleitung natürlich gucken kann, wie gut passt das, wie gut habe ich Zeit, eben Dinge zu besprechen und was brauche ich an
Punkten, also an Zielen, die ich da erreichen muss. Und dass man eben gut informiert ist. Man darf sich auch natürlich im Bereich Huntington eine zweite Meinung einholen. Man kann in ein Huntington-Zentrum gehen, man kann zu seinem niedergelassenen Neurologen gehen. Also dass man da eben nicht vor zurückschreckt, irgendwie sich wirklich auch zwei, drei Meinungen und Informationen einzuholen. Es ist nämlich ein riesenbreites Spektrum, denn manchmal kommt es eben bei der Diagnosestellung, beziehungsweise wenn man merkt, dass sich was verändert, die werden typischerweise schlecht wahrgenommen. Es gibt eine sogenannte Unawareness of Symptoms, die beschrieben ist, wo man selber einfach biologisch nicht in der Lage ist, Veränderungen oder Überbewegungen wahrzunehmen. Das ist nicht nur ein Verdrängen, sondern das hat auch einen biologischen Grund mit. Und das kann eben dann zu einer Diskrepanz führen, wie ich mich wahrnehme und wie andere mich vielleicht beschreiben. Manchmal werden eben aus psychischen Gründen, aus Angst dann Symptome verharmlost oder anderen Ursachen zugeschrieben. So wie der Jakob das dargestellt hat, wo dann Dinge verdrängt werden oder verharmlost werden. Es kann auch sein, dass es eben aus Angst zu einer verstärkten Selbstbeobachtung kommt und auch kleinste Veränderungen, die gar nicht dazugehören, als Symptome der Huntington-Krankheit viel gedeutet werden. Die häufigsten Fragen sind so ein Zucken des Augenlids oder so eine innere Unruhe oder so etwas. Gerade so das Augenlid oder beim Einschlafen, solche Einschlafmyoklonien, solche Zuckungen, das hat jeder Mensch, das ist völlig normal. Und dann halt eben im Blick zu behalten, passt das, wie ich mich erlebe, wie gut passt das mit den Untersuchungsbefunden zusammen, dass man da auch immer wieder drüber spricht. Es gibt eben auch eine Reihe von Konsequenzen bei der Diagnosestellung. Sie können positiv sein oder negativ. Es können eben viele, teilweise auch widersprüchliche Gefühle zeitgleich vorkommen. Das ist durchaus normal in so einer Situation, in so einem Prozess. Das ist nicht alles gleich psychisch krank. Nicht jeder braucht da gleich eine Psychotherapie oder Medikamente, sondern das sind Dinge, die auch normal sind und die Zeit brauchen und die man auch gut oft mit seinen Behandlern besprechen und angehen kann. Natürlich kommt es dann viel zu Gedankenkreisen, wenn man dann irgendwann in der Situation war, jetzt über die klinische Diagnose dann zu sprechen. Was ist mit meinem Beruf? Kann ich weiter arbeiten oder nicht? Muss ich das mitteilen? Wie gehe ich damit um? Wie und wann? Das war ja gerade auch in der Frage so ein bisschen Thema. Kann ich mit meinem Partner, mit der Familie, mit Freunden sprechen? Schwäbin hat einen Ausweis, das soll eigentlich ein Wort sein. Also möchte ich da was beantragen? Ist das notwendig? Macht das Sinn? Wie ist meine finanzielle Absicherung mit Rente, Berufsunfähigkeit, mit Therapien, mit Studien? Sich da zu orientieren, sind natürlich viele Punkte, die mit der Zeit dann geklärt werden sollten. Ganz kurz noch dann als Zusammenfassung, welche Faktoren man im Blick behalten sollte, finde ich es eben, dass man sich gut um seine eigene Resilienzfähigkeit kümmert. Da kann man eben was für tun, dass man achtsam mit sich bleibt, mit der Situation, dass man auch auf sein Bauchgefühl hört, dass man eben frühzeitig sein Netzwerk etabliert und dass man aktiv bleibt über Hobbys, Sport, Freunde etc. Das wären so die so 4 Punkte, wo ich das immer empfehle, wenn man die im Blick behält, kommt man ganz gut zurecht, welche Entscheidungen nach Diagnosestellung zu treffen sind. Kurz, langfristig, da sagt der Jakob gleich auch noch was zu, weil das natürlich nochmal ein sehr breites Feld ist, was da auch eine Rolle spielen kann. Gut, soweit zu den Bereichen. Dann bin ich damit erstmal durch. Prima, danke Rainer dafür. Es gibt eine ganze Reihe an Fragen. Ich fange mal mit der von Janine an. Janine schreibt, sie hat im Juli 22 ihr positives Untersuchungsergebnis erhalten und ist seitdem krankgeschrieben. Sie ist in guter Behandlung und geht im Januar für 2 Monate auch in eine Klinik. Jetzt hat sie den Wunsch, im Dezember noch nach London fliegen zu wollen, weil die Weihnachtszeit so schön ist und man sich was Schönes gönnen möchte. Jetzt nur die Frage ist, darf sie das? Sie ist ja krankgeschrieben. Könnte die Krankenkasse Schwierigkeiten machen oder wie könnte sie das herausfinden? Im Zweifelsfall würde ich empfehlen, die Krankenkasse zu fragen. Es ist so, in Deutschland
Wenn man jetzt eine körperliche Krankheit hat, dann darf man bei bestimmten Krankheiten, ist es nicht so gut rumzulaufen oder in Urlaub zu fahren. Wenn man quasi wegen einer psychischen Problematik krankgeschrieben ist, darf man in Urlaub fahren. Wir dürfen als Ärzte und Therapeuten das sogar explizit empfehlen. Weil bei einer Depression ist es gut, aktiv zu sein und in Urlaub zu fahren. Es ist widersinnig, jemandem zu sagen, sie müssen mit ihrer Depression zu Hause bleiben, bis es besser wird. Das ist Quatsch. Von daher sind gerade die psychischen Erkrankungen ein guter Grund, in Urlaub zu fahren. Innerhalb von Deutschland ist es gar kein Problem. Wenn man ins Ausland geht, ist die Frage, innereuropäisches Ausland oder außereuropäisches Ausland. Wenn man außereuropäisches Ausland wählt, dann kann man zum Beispiel den Krankengeldbezug verlieren für die Zeit. Das Außereuropäisch sind oder außer EU? Weil ist da Großbritannien im Spiel? Das müssen wir so Das genau ist sagen. eine gute Frage, das weiß ich gar Ah, nicht genau. okay. Also ich weiß von jemandem, der ist dann nach Kanada geflogen und hatte in der Zeit, wo er in Kanada war, dann keinen Krankengeldanspruch. Okay. Von daher gibt es Das da ein kannst du paar besser erklären Hürden vorher. und Fallstricke, das würde ich vorher fragen. Aber eben bei einer psychischen Situation darf man in Urlaub. Man muss nur aufpassen, eben mit Krankengeld und Versicherungsschutz. Da kann einem aber die Krankenkasse da eine klare Aussage geben und die sind damals bereitwillig. Danke für diese Ermunterung und Janine, wir drücken die Daumen, dass das klappt und vielleicht gibt es auch außer London noch andere schöne Orte, wo du den Weihnachtsmarkt genießen kannst. Ich würde es dir sehr, sehr wünschen. Dann fragt die Doris nach Vor- und Nachteilen der frühen Diagnose der Huntington-Erkrankung. Wir hatten jetzt schon einige genannt, gibt es noch Ergänzungen? Man muss da wirklich individuell gucken, würde ich sagen. Okay. Das kann man nicht so pauschal beantworten. Das hängt ja auch davon ab, zum Beispiel, was mache ich beruflich? Wenn ich beruflich einen wahnsinnig spezialisierten Job habe, irgendwie Gehirnchirurgie oder so, kann das gut sein, dass ich früh aus dem Beruf raus muss und dass ich früh die Diagnose brauche. Aber wenn ich was mache, wo ich mich wohlfühle und gut arbeiten kann und Symptome habe, es gibt ja viele Patienten, die viele, viele Jahre arbeiten, berufstätig sind, wo es gar nicht so wichtig ist, die Diagnose dann früh zu stellen. Also das würde ich sagen, ist hoch individuell, nur dass man das in den Blick behält, dass es gute Gründe geben kann. Prima, danke dafür. Dann gibt es noch eine ergänzende Frage auch von Doris, die möchte wissen, kann und sollte man die genetische Untersuchung wiederholen, um eine zweite Meinung einzuholen, oder macht das gar keinen Sinn? Und auch im Nachgang nochmal, zahlt denn die Krankenkasse die zweite genetische Untersuchung überhaupt? Mit dem zweiten Mal zu beginnen, das ist eine. Meinung, wie eine wiederholte genetische Untersuchung Genau, als genau. Zweitmeinung. Ja. Man darf das. Also, ich hatte im letzten Jahr den Fall, da haben wir das gemacht und da gab es eigentlich keine Probleme mit der Krankenkasse. Da war eine genetische Testung jetzt länger her. Ich berate immer so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was anderes bei rauskommt, ist gerade hier in Deutschland extrem gering. Die Labore machen viel Qualitätssicherung auch untereinander. Und ich habe das nie erlebt in der Zeit, dass wirklich jetzt eine richtungsweisende Änderung dabei rumgekommen ist. Aber ich finde es legitim zu sagen, ich möchte es einfach nochmal bestätigt haben. Und wir machen das dann zum Beispiel auch. Und es gab mit der Krankenkasse keine Probleme, ob es immer so ist. Und bei jeder Krankenkasse würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber man kann gut argumentieren, dass auch eine Wiederholung bezahlt wird, auch wenn wirklich jetzt nichts Richtungsweisendes ich erwarten würde. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass gerade nochmal so ein bisschen Zweifel am Gentestergebnis da ist und dass man jetzt Wiederholung einfach noch mehr Fakten schafft und mehr ja, Gewissheit Genau. einfach dann hergibt. Ja. Gut zu wissen. Dann gibt es eine Frage, Ergänzung von Richard. Ich weiß nicht, wer schon die gehörte. Es gibt auch Kranke, die ihre Symptome zum Vorwand nehmen, sich zurückzuziehen, im Sinne von meine Überbewegung stören die anderen. Danke für den Kommentar. Oder möchte ich noch ergänzen? Genau, nee, Ja, das genau, das geht es, ja. Kann ich, würde ich bestätigen, das kann auch sein, ja. genau. Und noch eine etwas längere Frage von Jan, die lese ich auch langsam vor. Sein Patient hat seit Jahren Schmerzprobleme aufgrund einer Schulterverletzung, auf die keine Therapie langfristig anschlägt. Kann die Huntington-Krankheit psychosomatische Phänomene hervorrufen, die das Schmerzempfinden beeinflussen?
Bei Arztbesuchen bei Orthopäden wurde bezüglich der deutlichen Huntington-Bewegung bereits nachgefragt. Der Patient will aber nichts zur Krankheit sagen, da ihm bereits eine OP aufgrund Kenntnisse über die Erkrankung verweigert wurde. Ist es nachvollziehbar, dass beispielsweise orthopädisch sinnvolle OPs aufgrund einer Huntington-Erkrankung nicht durchgeführt werden? Vielen Dank. Das muss man wirklich im Einzelfall sehr genau prüfen. Und ich würde immer empfehlen, und wir sind auch immer sehr bereit, mit Orthopäden, mit Chirurgen, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Weil ein Orthopäde kann gute Gründe haben, wenn er sagt, nach meiner Operation muss ein bestimmter Körperteil so und so lange ruhig gestellt sein. Mhm. Und das sind Situationen, die manchmal mit einer symptomatischen Huntington-Krankheit nicht bewerkstelligt werden können. Letzter Fall, der mir einfällt, wo die Diskussion war, gebrochenes Schlüsselbein operieren oder nicht, kann man konservativ behandeln, dann bleibt manchmal so eine kleine Stufe. Wenn man das operativ behandelt, dann kann man das schön verplatten und dann wird das ein bisschen glatter. Schmerzfrei verheilen tut beides. Wenn durch die Huntington-Krankheit die Ruhigstellung einfach nicht da ist und die Platte sich lockern würde, kann man sich im Grunde genommen die OP sparen und das Risiko und dann gleich auf eine konservative Behandlung gehen. Das war eine Situation, wo wir uns entschieden haben oder wo der Chirurg und der Patient sich dann entschieden haben, es nicht zu tun. Da muss man im Einzelfall gucken, aber ich würde immer beide Disziplinen ins Boot holen. Gut, danke dafür. Jetzt kommt nochmal eine Konkretisierung von Doris, die sagt, der Wert wird ja, der Wert wird ja mit plus minus angegeben. Deshalb die Frage, ob bei einem Ergebnis 41 plus minus 2 beispielhaft beim zweiten Gentest 39 plus minus 2 rauskommen könnte oder auch 43 plus minus 2. Dann hätte ihr das andere Ergebnis, den anderen Ergebnis wie der erste Gentest, genau. Genau, das ist vollkommen richtig. An der Stelle hätte es eine Konsequenz. Ich selber habe das noch nie erlebt, dass solche Abweichungen da waren. Andersrum gesehen, es ist ohnehin schwierig, wenn man dann zum Beispiel von 39 auf 37 eine Veränderung hätte. Da weiß man ja immer noch nicht, zu welcher Gruppe gehöre ich. Also werde ich jetzt wirklich krank oder erst sehr spät oder überhaupt nicht, sodass auch da die Interpretation nicht die hundertprozentige Sicherheit bietet, die man sich vielleicht wünscht. Sollte so etwas rauskommen, dann muss man natürlich wirklich gucken, woran kann das liegen, und dann würde ich auch ein drittes Mal testen. Aber umgehend, also ich habe es noch nie gesehen, ich habe auch noch nicht jetzt von keinem gehört, wo das so war. Ganz, ganz früher bei den allerersten genetischen Untersuchungen soll es mal gewesen sein, aber das kenne ich nur vom Hören sagen. Also von daher ist es sehr unwahrscheinlich, wenn das so ist. Man kann das nie zu 100% ausschließen, muss man da genau hingucken, und da würde ich aber wirklich dann in eine Humangenetik, in eine Uniklinik verweisen, die sich das wirklich dann im Labor und im Kontext genau angucken, wie kann das sein. Wunderbar. Gut. Dann gibt es noch einen Nachtrag zu der Frage, das war das Beispiel von Jan gerade mit dem Patienten mit der OP, hat ja auch Schmerzen bei der Ergänzung von Silvia. Wie sieht es mit den Schmerzempfindungen aus? Ganz kurz, generell ist es so, dass das Schmerzempfinden bei handigen Patienten eher reduziert ist als gesteigert. Und Schmerzsyndrome, Schmerzerkrankungen, chronische Schmerzzustände können auch unabhängig von Huntington auftreten. Also Somatisierungsstörungen kommen natürlich bei der Huntington-Krankheit genauso vor wie bei allen anderen Menschen auch. Also das kann gut sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Da muss man eben sehr genau hingucken, was gehört da wohin. Okay. Prima, danke dafür. Sehr interessante Fragen, viele Fragen. Wir haben zwar ein bisschen mehr Zeit gebraucht heute, aber ich habe noch Zeit, von daher gebe ich wieder an Jakob das Wort, der hat noch mehr Input für uns. Du bist noch auf Stumm, Jakob? Genau. Ja, bist du. Vielen Dank, dann setze ich jetzt mal fort. Ich weiß nicht, ob man die Folien schon sieht. Bis jetzt nicht, nochmal teilen bitte. Jetzt kommt was, Augenblick. Da ist er.
Okay, genau. Und der Teil, um den es jetzt noch kurz gehen soll, bevor ich dann nochmal an Stefanie übergebe, ist eben die Zeit kurzfristig ja, nach der Diagnose und nach dem Auftreten erster Symptome. Genau, ich hoffe, dass genau, dass die Reaktion ist da. Genau, also hier sieht man so eine kurze Übersicht mal getrennt für motorische, kognitive und psychiatrische Aspekte, die eben, ja, die sozusagen die beginnende Symptomatik zusammenfassen sollen. Im motorischen Bereich bezeichnet man hier eben beginnende Hyperkinesien, die sind in der Regel eben zunächst distal ausgeprägt, das heißt vor allem zum Beispiel in Fingern und Zehen oder im Gesicht sichtbar und erst im weiteren Prozess dann immer mehr proximal, das heißt dann erst im weiteren Verlauf sind auch eben Arme und Beine betroffen und später dann eben auch der Rumpf und eben, ja, da spricht man dann sozusagen von ballistischen Hyperkinesien. Aber am Beginn der Erkrankung ist es zumeist eben, dass distale Extremitäten, sprich Finger, Zehen und das Gesicht betroffen ist. Kognitiv haben wir auch hier bereits schon eine Reihe von möglichen Symptomen, die auftreten können. In der Regel sind es Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit kann reduziert sein. Dadurch kann es dann eben auch Probleme beim Multitasking geben. Man ist vielleicht leichter ablenkbar. Man tut sich schwerer, neue Informationen zu lernen oder benötigt mehr Zeit. Und die Anpassungsfähigkeit ist dadurch insgesamt reduziert. Zu diesem Teilbereich, da gilt es vielleicht noch dazu zu sagen, dass in der Regel die Beurteilung oder die, sagen wir mal, die Urteilsfähigkeit von betroffenen Personen noch weitgehend unbeeinträchtigt ist, sie aber mehr Zeit brauchen, um sozusagen für sich eine Entscheidung zu treffen. Ja, das heißt, man benötigt mehr Zeit und ist vielleicht langsamer, aber kann eigentlich noch genauso gut, wenn man das so also vereinfacht bezeichnen würde, noch genauso gut Entscheidungen treffen wie vor dem Beginn der Symptome. Man braucht einfach mehr Zeit und man kann dahingehend vielleicht auch schon sagen, wenn man die, ja, wenn es sozusagen ein überschaubarer Rahmen ist und nicht zu viele Informationen auf einmal auf einen einprasseln, dann können da trotzdem noch sehr gut Entscheidungen selbstständig getroffen werden. Psychiatrisch kann hier bereits eben auch viele verschiedene Symptome, können hier viele verschiedene Symptome eine Rolle spielen. Häufig beginnt es mit einer gesteigerten Reizbarkeit, dass man irgendwie ja, schneller aus der Haut fährt. Das hängt auch damit zusammen, dass man schneller an den Rand der Belastbarkeit gerät als betroffene Person. Der Antrieb kann sich vermindert präsentieren. Man hat vielleicht weniger Lust, was zu unternehmen, weniger Antrieb, die Dinge eben Dinge zu unternehmen. Man zieht sich mehr zurück. Es kann sein, dass eine depressive oder ängstliche Grundstimmung eher vorliegt. Zukunftsängste spielen hier immer noch eine große Rolle. Und auch häufig ist ein reduzierter Selbstwert. Das hängt vor allem damit zusammen, wenn man vielleicht eben bemerkt, dass Fähigkeiten verloren werden, dass Zukunfts- und auch ja, Fortschrittsängste bezogen auf die Erkrankheit immer mehr Rolle spielen und dass vielleicht auch hier schon hin und wieder die Erfahrung gemacht wird oder zumindest das subjektiv so erlebt wird, als würde man die Angehörigen belasten. Das kann natürlich auch stark auf den Selbstwert drücken und zu einem reduzierten Selbstwert ja, führen. Und auch hier können Suizidgedanken eine Rolle spielen und in seltenen Fällen sieht man hier auch eben wahnhafte Überzeugungen, eine Realitätsverkennung bis hin zu psychotischen Erleben mit Halluzinationen. Das ist aber nicht der Regelfall, sondern eher zu diesem Stadium eher eine Seltenheit. Kognitive und emotionale Veränderungen, wie wir vorhin eben auch schon bei Rainer gehört haben, können auch bereits vor der motorischen Veränderung auftreten. Und das ist eben auch ein Grund, warum es nach wie vor ein Gegenstand von Diskussionen ist, ob man jetzt eben mit dieser ja, starken motorischen, mit dem starken motorischen Kriterium der Diagnosestellung, ob man da so richtig liegt oder ob es nicht vielleicht auch andere Kriterien gibt, nachdem man die klinische Diagnose stellt.
Genau. Jetzt stelle ich noch mal kurz dar, was das vielleicht für so Konsequenzen sowohl für Betroffene als auch für Angehörige haben kann, wenn sich eben Teile dieser Symptome entwickeln. Also für Betroffene bedeutet es, dass es natürlich eine mögliche Einschränkung in der Alltagsfunktionalität geben kann und es sein kann, dass hier auch sozusagen der Alltag schon etwas schrumpft. Also das heißt, der Bewegungsradius, dass man vielleicht weniger Dinge unternimmt, als man das noch vor Auftreten der Symptome gemacht hat. Und das bringt natürlich auch Veränderungen im beruflichen Kontext mit sich. Und da haben wir auch schon gehört, je nach Beruf können diese Veränderungen aber sehr unterschiedlich sein. Manche, je nach Betätigungsfeld, eben kann es sein, dass man weiterhin auch mit leichten Symptomen gut arbeiten kann. Es gibt aber auch Bereiche, wo es dann sein kann, dass auch schon eben geringe Symptome dazu führen, dass man vielleicht den Arbeitsplatz im schlimmsten Fall sogar ganz aufgeben muss. Es hängt darüber hinaus auch noch ein bisschen davon ab, wie jetzt eben auch die Arbeitgeber mit der ganzen Thematik umgehen. Wir haben immer mal wieder Patienten auch bei uns auf Station, wo wir die Erfahrung machen, dass die Arbeitgeber sehr verständnisvoll sind und ein Interesse haben, dass die betroffenen Personen möglichst lang erhalten bleiben in ihrem Betrieb und dann auch eben da vom Arbeitgeber eine gewisse Flexibilität besteht, was jetzt eben zum Beispiel die Modifikation von Arbeitsplätzen angeht, ja, dass man vielleicht gewisse Tätigkeiten wegnimmt, aber dafür andere mit reinnimmt oder einfach den Arbeitsplatz so umgestaltet, dass die betroffene Person möglichst lang noch arbeiten kann. Es gibt natürlich auch eine Rollenveränderung innerhalb der Familie und im sozialen Setting. Was eben auch häufig dann damit einhergeht, ist eine Veränderung in der Kommunikation. Wir haben ja schon gesehen, dass eben zum Beispiel das Gesicht auch von Hyperkinesien betroffen sein kann. Das heißt, die Mimik kann sich hier verändern. Und was eben auch viele Personen berichten, ist eine gewisse, und auch erleben, ist eine gewisse Asymmetrie von Verständnis und Ausdruck. Das heißt, Personen verstehen in der Regel sehr gut und sehr viel, was um sie herum geschieht, und haben aber häufig nicht mehr so leicht die Möglichkeit, sich auch gebührend auszudrücken. Ja, das heißt, das verschiebt sich so, kommt zu so einer gewissen Asymmetrie, dass Personen eigentlich sehr gut in der Lage sind, alles zu verstehen, aber Probleme haben, sich vielleicht angemessen mitzuteilen. Genau, durch auch die kognitive Symptomatik kann es passieren, dass man mit einem Verlust von Selbstbestimmtheit und auch Verlust von Kontrolle konfrontiert ist. Scham kann entstehen, zum Beispiel angesichts motorischer Symptome. Und wie wir vorhin auch schon gehört haben, kann es dann vielleicht auch als Legitimation für einen sozialen Rückzug verwendet werden. Ja, das Rezept. Die anderen fühlen sich gestört durch meine Überbewegungen, deshalb ziehe ich mich zurück, bleibe zu Hause und gehe gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, woraus natürlich auch wieder eine Depression entstehen kann und das eben nicht ganz unproblematisch ist. Angst ist hier häufig auch anzutreffen, hier eben angesichts der gewissen Progredienz, dass man einfach weiß, die Krankheit wird fortschreiten, dass man aber nicht weiß, wie schnell wird es gehen oder welche Symptome werde ich erleiden, aber man weiß eben, dass es fortschreiten wird und das ist etwas, was viele Personen mit Angst erfüllt. Trauer kann natürlich auch entstehen, wenn ich merke, Dinge, die ich früher gekonnt habe, gehen jetzt nicht mehr. Das ist natürlich auch ein gewisser Trauerprozess, der durchlaufen wird. Angehörige sind aber auch in vielerlei Hinsicht betroffen von Konsequenzen, wenn eben die Symptomatik beginnt und Fahrt aufnimmt. Hier gibt es eben häufig eine erhöhte Alltagsbelastung, einfach weil Aufgaben neu verteilt werden, weil es eben häufig ist, dass zum Beispiel ein Ehepartner jetzt die Aufgaben auch übernimmt, teilweise. Zukunftsängste und finanzielle Sorgen können eine Rolle spielen, wenn es zum Beispiel beim Betroffenen, beim beruflichen Kontext eine große Veränderung gibt, wenn ein Arbeitsplatzverlust droht, dann spielen natürlich auch finanzielle Sorgen eine große Rolle. Emotionale Belastung durch die Veränderung innerhalb der Familie, durch Kommunikationsprobleme, durch Konflikte, aber auch durch das Zu-Kurz-Kommen von eigenen Bedürfnissen. Ja, nicht selten ist es so, dass Angehörige ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, funktionieren für die Familie, für den
Betroffenen und darüber dann auch eine gewisse Gefahr besteht, ein Risiko besteht, in eine Depression abzurutschen, wenn ich eigene Bedürfnisse zu lange liegen lasse. Auch genauso wie der Betroffene sind natürlich auch Angehörige von der Rollenveränderung innerhalb der Familie betroffen, ganz klar. Ähnlich wie das zu kurz kommen eigener Bedürfnisse, kann es natürlich sein, dass positive Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, Hobbys viel zu kurz kommen oder gar wegfallen, dadurch, dass einfach im Alltag viel mehr Aufgaben übernommen werden müssen. Sozialer Rückzug kann passieren. Nicht zuletzt kann eben auch ein Burnout sich entwickeln. Und darüber kann eben erstmal eine gedrückte Grundstimmung, eine Dysthymie entstehen, aber es kann eben auch verschiedene Formen von Depressionen entstehen, bis hin zu sehr schweren Formen von Depressionen. So viel jetzt erstmal für die Konsequenzen bei beginnender oder zunehmend Fahrt aufnehmender Symptomatik. Ich würde dann gleich das Wort an Stefanie übergeben, angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Oder vielleicht sind noch kurz Zwischenfragen, genau, die will ich natürlich nicht einfach übergehen. Aktuell keine, aber ich würde schon gerne, was sagt denn der Ed Wild? Was war denn da gerade? Ah, okay, genau, dann gebe ich nochmal kurz den Bildschirm frei. Das ist vielleicht nur ein Aspekt der Haltung, die so zu diesem Zeitraum vielleicht hilfreich sein kann. Das Zitat habe ich mir geklaut aus dem Patient One Buch, bei dem der Ed Wild eben auch Co-Autor war. Und frei übersetzt sagt er sowas wie: Die Huntington-Erkrankung kann sich auf Personen so auswirken, als würde einem Frachtschiff nach und nach die Möglichkeit zu steuern abhanden gehen. Der Kurs des Schiffs kann dann zwar noch verändert und eben beeinflusst werden, dafür braucht es aber die gemeinsame Kraft von vielen kleinen Schlepperbooten, welche das Schiff alle in die richtige Richtung ziehen. Ja, und da geht es jetzt natürlich nicht darum, Personen mit großen Maschinen zu vergleichen, sondern es geht einfach nur diese Haltung zu sehen, dass natürlich ist es auch im weiteren Fortschreiten der Erkrankung noch möglich, ein Leben so zu leben, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist sinnvoll, frühzeitig dafür zu sorgen, dass ich ein gewisses soziales Setting um mich herum habe, das mich eben auch auf diesem Weg begleitet. Ja, und das, finde ich, drückt dieses Zitat sehr direkt und sehr passend aus. Darum habe ich das noch mit eingefügt. Ja, danke. Ein schönes Bild mit den vielen kleinen Schlepperbooten verbinde ich sehr viel im Bezug mit der Huntington-Krankheit. Gut. Die Folien, es kommt eine Frage herein. Danke, die nehmen wir. Und zwar fragt der Jan: Er macht sich Gedanken über den Übergang zur Unmündigkeit. Kann auch dieser plötzlich erfolgen? Gibt es eindeutige Warnhinweise des Verhaltens eines Patienten? Mit Unmündigkeit ist vermutlich gemeint, dass die Person nicht mehr so gut in der Lage ist, in einer speziellen Situation Entscheidungen zu treffen. So sehe ich es auch, ja, genau. Mhm. Genau, und da sieht man ja schon, dass es eben auch abhängig ist von der Situation. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sozusagen plötzlich eine generelle Unmündigkeit entstehen kann, sondern ich denke, dass es da eben eher wichtig ist, zu schauen, in welchen Situationen kann die Person noch gut Entscheidungen treffen und wo ist es vielleicht nicht mehr so möglich. Ja. Und eben auch als Appell, möglichst frühzeitig schon über Vollmachten und Patientenverfügung, solche Dinge, solange es möglich ist, sich die Gedanken machen, mit anderen auszutauschen, damit das Umfeld da gut informiert ist und sich für einen einsetzen kann, wenn man selber nicht mehr entsprechend handeln kann. Natürlich auch nur offen sein, über Situationen zu beobachten. Okay, und von Doris kommt noch die Ergänzung, sehr gute Metapher. Nur findet man aktuell kaum Psychotherapeuten, die den Job der langfristigen Schlepper übernehmen. Erst recht, wenn diese Schlepper kurzfristig regional einspringen müssten. Ich glaube, dass der Punkt kommt noch, Stefanie, oder? Das war das mit dem, wo finde ich jemanden? Genau. Stellen wir zurück und machen erst deinen Vortrag. Genau, sehr gerne. Perfekt. Den teile ich jetzt wieder. Ja. Moment, nicht das. Wo ist das hin? Das nehmen wir. Genau. Genau, das baut jetzt alles auch sehr auf dem Vortrag vom Jakob gerade auf. Also hier, Jakob hat ja berichtet, was sind so die ersten Symptome nach der Diagnosestellung. Genau, diese Symptome nehmen mit der Zeit natürlich dann auch einfach zu.
zum Teil auch sehr drastisch, sehr deutlich, gerade was die Motorik angeht, diese Bewegungsstörungen, die Chorea, Hyperkinesen, Dystonien, die werden halt in der Zeit so zunehmen, dass es natürlich Beeinträchtigungen im Alltag gibt, dass die Koordination, der Gang nicht mehr richtig funktionieren, dass es da deutliche Störungen gibt, bis hin zu Gleichgewichtsstörungen, bis hin aber auch dazu, dass dann Personen, je weiter das voranschreitet, gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu laufen oder sich wirklich im Alltag selbst zu versorgen, auch bis hin zu einer Bewegungsarmut tatsächlich. Weiter gibt es auch massive Sprech- und Sprachstörungen, auch hier bis hin zu Aphasien, also dass Personen auch gar nicht mehr sich richtig unterhalten können, dass man sie gar nicht mehr versteht, aber auch Schluckstörungen aufgrund der Motorik, die dadurch beeinträchtigt wird, wo es dann auch zu medizinischen Folgen kommen kann, wie zum Beispiel Lungenentzündungen, wenn es immer wieder zu Verschluckungen kommt. Da gibt es dann auch oft das Thema, ganz langfristig, wenn die Schluckstörung so ausgeprägt ist, wie ist dann die weitere Versorgung noch möglich? Kann man die Kost anpassen? Aber auch im Endstadium dann tatsächlich kann ich sowas wie eine PEG, also eine feste Magensonde legen, damit die Person auch weiterhin natürlich versorgt wird. Weiter Bereich, was Jakob auch schon gesagt hat, ist vor allem die Kognition. Er hat ja jetzt auch schon einiges genannt, was gerade am Anfang Richtung Konzentration, exekutive Funktionsstörungen wie eben logisches Denken, Planungsfähigkeit, Gedächtnisdefizite. Und das kann halt im Verlauf sich sogar in eine demenzielle Entwicklung weiterführen. Oder auch die Psyche, auch da ist ja Jakob schon sehr ausführlich drauf eingegangen. Einzelne Störungen wie Depression, Antriebsstörungen bis hin zu einer Apathie. Angst, Zwangsstörungen, häufige Stimmungswechsel, Reizbarkeit, Impulskontrollstörungen, was natürlich auch das Zusammenleben mit dieser Person zum Teil sehr schwierig machen kann, weil man natürlich darauf auch irgendwie eingehen muss, aber auch Verständnis haben muss, dass die Person selber dafür ja nicht wirklich was kann, sondern dass es natürlich von der Erkrankung auch vieles kommt. Oder auch Persönlichkeitsveränderungen, wenn man natürlich merkt, dass die Person einfach immer mehr abbaut, gar nicht mehr die eigene Persönlichkeit oder die Person ist, die man eigentlich kennengelernt hat. Für Betroffene auch oft, wie stelle ich mich jetzt darauf ein, aber auch genauso für Angehörige, wie stelle ich mich darauf ein, aber auch für Betroffene, wie gehe ich jetzt praktisch mit meinen eigenen Defiziten in der Hinsicht um? Auch da wieder natürlich Suchtanfälligkeit, sozialer Rückzug, Schlafstörungen, was wir schon genannt hatten. Genau, dann einmal weiter. Genau, Konsequenzen für Betroffene, auch wieder aufbauend auf Jakobs Vortrag, also zunehmende Einschränkungen der Alltagsfunktionalität, bis hin eben zur Aufgabe der Arbeitsstelle, auch zur Aufgabe des Autofahrens irgendwann, wenn man vielleicht vor allem dann auch kognitiv gar nicht mehr in der Lage ist, rechtzeitig zu reagieren, Gefahrensituationen vorherzusehen, was natürlich mit einer massiven Einschränkung im Alltag zusammenhängt, was mit einer massiven Verlust von Freiheit, Verlust von Selbstbestimmung zusammenhängt oder auch Verlust von Selbstständigkeit. Man ist immer mehr auf die andere Person oder auf den Angehörigen angewiesen. Auch hier wieder sozialer Rückzug bis hin zur Aufgabe sozialer Aktivitäten. Verlust von Selbstständigkeit, Freiheit, aber auch das Gefühl, sich nutzlos zu fühlen, weil man merkt, man muss immer mehr hergeben von dem, was man eigentlich gerne gemacht hat. Man kann weniger Hobbys ausführen. Man ist einfach weniger tätig im Alltag. Aber auch das Gefühl, ich werde immer mehr zu einer Belastung für die andere Person, für den Angehörigen, der sich jetzt um mich sorgen muss. Und da in dem Zusammenhang natürlich auch Schuld, Schamgefühle, Angst, Sorge, Ärger. Genau, wieder weiter. Auch da wieder die Konsequenzen für Angehörige, wie auch schon ganz viele genannt wurden, dass man die Person natürlich zunehmend mehr unterstützen muss und bis hin zur kompletten Versorgung des Betroffenen, was zunehmend auch zu einer eigenen Belastung führt durch diese Versorgung, weil man einfach rund um die Uhr dann auch mit der Pflege beschäftigt ist oder sich dann auch natürlich immer wieder Gedanken machen muss, wie kann ich bestimmte Dinge unter einen Hut bringen, wie kann ich Termine wahrnehmen, wie kann ich vielleicht auch eigene Termine noch wahrnehmen, wenn die Person irgendwie versorgt werden muss. Auch hier dann Aufgabe eigener positiver Aktivitäten zugunsten der Betroffenen, wenn ich natürlich dann einfach nicht mehr am Wochenende irgendwie noch zusammen was unternehmen kann, weil ich auch da immer erst schauen muss, ist die Person irgendwie versorgt, ist der Betroffene, kann ich jemanden finden, der sich die Zeit nimmt, während der ich mir dann praktisch mich um mich selber kümmere, was natürlich auch ein großen Druck für den Betroffenen, also beziehungsweise für den Angehörigen, ein großer Druck für den Betroffenen da zu sein,
was bis hin zur Kraftlosigkeit führen kann, sozialer Rückzug, auch hier wieder ganz viel Angst, Sorge, wie geht es weiter, sicher auch ein gewisser Ärger über die Person, über den Betroffenen, obwohl auch da wieder das Verständnis, man weiß, die Person kann nichts dafür und trotzdem ärgert man sich, weil man ja auch viel von seinem eigenen Leben aufgeben muss dafür. Und auch hier wieder natürlich depressive Stimmung und diese ganzen psychischen Konsequenzen. Machen wir weiter. Genau, wie kann ich denn mit solchen Konsequenzen aber auch umgehen? Einerseits ist es wichtig, eine Tagesstruktur aufzubauen. Bedeutet, wenn ich eine Struktur im Alltag habe, wenn ich weiß, wann hat die Person, wann hat der Betroffene seine Termine, wann habe ich meine Termine, kann ich das besser planen und kann dadurch eine gewisse Freiheit für mich und auch für den Betroffenen zurückerlangen. Also zum Beispiel Zeit, wenn jetzt der Betroffene einen Termin hat bei der Logopädin, dann weiß ich, okay, da bin ich jetzt eine halbe Stunde, habe ich Zeit für mich, dann kann ich da einfach mal einen Kaffee trinken gehen, ein bisschen runterfahren, etwas für mich machen, aber auch für den Betroffenen, wenn er feste Termine hat, auf die er sich verlassen kann, das führt einfach zu einer enormen Entlastung und Unterstützung. Es ist auch wichtig, was Rainer vorhin gesagt hat, ein Netzwerk aufzubauen zur eigenen Entlastung, sowohl für Betroffene als auch Angehörige. Da gibt es zum Beispiel ganz viele sozialmedizinische Maßnahmen zur Unterstützung. Man kann einen Pflegestützpunkt zur Beratung hinzuziehen, um zu schauen, wo kann ich denn Unterstützung bekommen. Es kommt ein Pflegedienst, der kann mehrmals am Tag eingestellt werden, der dann zum Beispiel bei der Pflege an sich hilft, bei der Körperhygiene hilft, aber auch im Haushalt unterstützend tätig ist. Dann ist es auch wichtig, die Familie mit ins Boot zu holen, zum Beispiel einen Familienrat ins Leben zu holen, dass man schaut, wo kann die Familie auch unterstützend tätig sein, welche Termine können übernommen werden, welche Zeiten können übernommen werden, damit diese Belastung eben nicht nur bei einer Person hängen bleibt. Es gibt die Möglichkeit von Tagespflegen, da kann man bei Krankenhäusern, nicht mehr Krankenhäuser, sondern bei Pflegeheimen, von Pflegeheimen wird es oft angeboten, einfach mal schauen, was es da in der Umgebung gibt, dass die Person da vielleicht für ein, zwei Vormittage und Nachmittage in der Woche einfach dort untergebracht ist, dass man da auch als Angehörige wieder Zeit hat, sich zum Beispiel einfach mal auf den Haushalt zu kümmern. Es gibt Nachbarschaftshilfen, es gibt Essen auf Rädern. Aber auch so medizinische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Kurzzeitpflege, was man durchaus mal mit seinem Arzt besprechen kann, wo die Person, also der Betroffene, dann für eine gewisse Zeit stationär aufgenommen wird, in der Regel in einem Pflegeheim, dort aber auch Therapien bekommt und man selber in der Zeit als Angehöriger Zeit hat, sich um andere Dinge zu kümmern, die vielleicht einfach untergegangen sind. Und auch hier wieder der Punkt der Selbsthilfegruppe, die gibt es sowohl für Angehörige als auch für Betroffene. Genau, dann nochmal weiter. Ein weiterer Punkt im Umgang mit Konsequenzen ist die Selbstfürsorge. Das heißt, ich kann ein gutes Netz haben, ich muss aber auch mich um mich selber kümmern. Das heißt, ich muss mir Auszeiten nehmen, ich muss mir Zeit für mich nehmen, feste Termine einplanen. Auch hier, das ist sowohl für Betroffene als auch für die Angehörigen. Ich muss versuchen, Entspannungsverfahren, wenn es nur ein Spaziergang ist zum Beispiel, dass ich einfach Zeit habe, runterzufahren, mit Problemen umzugehen, auch Gedanken mir machen kann über Probleme. Ich muss meinen Hobbys nachgehen, ich muss nicht perfekt sein, Fehler dürfen passieren, ich kann daraus lernen. Das heißt, ich darf mich selber nicht unter Druck setzen, ich darf nicht zu hohe Erwartungen haben. Weil es gibt halt auch einfach keine perfekte Lösung. Auch hier wieder der Punkt der Selbsthilfegruppe, um einfach in Austausch zu kommen und zu schauen, wie machen das denn andere überhaupt, wie gehen andere mit den Symptomen um. Und hier natürlich dann auch die Frage nach psychotherapeutischer Unterstützung oder auch eben medikamentöser Behandlung zur Not. Genau. Noch mal eins weiter. Genau, das war jetzt ja der Punkt, der schon öfters angefragt wurde, was ist eigentlich psychotherapeutische Unterstützung? Also was machen wir überhaupt? Das hat der Rainer vorhin schon ganz nett eingeleitet. Das heißt, die Person, die kommt erstmal zu uns, wir unterhalten uns, es kann ein, zwei, drei Gespräche sein und schauen, was sind überhaupt die Fragen, die da kommen, was sind die Probleme, in welcher Situation befindet sich die Person? Das kann Betroffene, das kann Angehörige sein und dann arbeitet man zusammen Ziele, wie es dann weitergehen soll. Also wo kann man ansetzen? Ich habe es nur einfach ganz, ganz viel mal aufgeschrieben, was mir so spontan eingefallen ist, was ich tatsächlich aktuell mit meinen Patienten mache. Also angefangen bei Erarbeitung von Ressourcen, was sind überhaupt meine Hobbys oder Entspannungsverfahren eintrainieren, aber auch Zukunftsperspektive. Wie sieht meine Zukunft überhaupt aus? Wo finde ich Hilfe? Wo finde ich Lösungen? Umgang mit Emotionen oder auch Gedanken.
Oder dass man auch versucht zu unterstützen, wo findet die Person denn professionelle Hilfe? Also was gibt es denn da für Möglichkeiten? Genau, oder auch ganz wichtig, der Fokus auf schöne Momente. Auch wenn eine Versorgung sehr anstrengend ist, gibt es auch in der Versorgung mit zwischen dem Versorgten, also zwischen den Betroffenen und den Angehörigen oft sehr schöne Momente. Also ich kenne Patienten, die gemeint haben, dass sie dadurch zu ihren Angehörigen, zu, sei es der Lebenspartner oder sei es die Kinder, eine deutlich bessere Beziehung aufbauen konnten, weil sie natürlich einfach häufiger im Kontakt sind, mehr Vertrauen entwickeln konnten. Also es kann auch sehr positiv natürlich alles sein. Genau, dann nochmal weiter. Genau, das ist jetzt die Frage, wo finde ich überhaupt psychotherapeutische Unterstützung? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mein erster Schritt wäre tatsächlich über den Hausarzt erstmal zu schauen, dass der mir da vielleicht ein paar Tipps gibt. Der kann auch immer sagen im Umkreis, wen gibt es denn da überhaupt, obwohl er keine Empfehlungen aussprechen darf, muss man ganz klar sagen. Aber er kann trotzdem sagen, okay, schaut doch mal hier oder schauen Sie mal da. Der nächste Punkt wäre der Facharzt, der Neurologe oder Psychiater, mit dem man ja eigentlich schon in Kontakt sein sollte bezüglich der Erkrankung, dass der einem da gewisse Tipps geben kann oder eben diese Spezialambulanzen wie die Huntington-Ambulanz. Weitere Möglichkeiten wären die psychiatrische Institutsambulanz, das heißt über Psychiatrien, die sich in der Nähe befinden. Oder der wichtigste Schritt eigentlich auch die Terminservicestelle der Krankenkasse, das wäre die 116-117. Wenn man dort anruft und um einen Termin bittet, versuchen die natürlich alles, um einen Termin zeitnah und auch in der näheren Umgebung zu finden. Da muss man zwar sagen, dass dann meistens kann es bis zu 100 Kilometer entfernt sein, der Termin, aber man versucht trotzdem zeitnah erstmal einen Termin für ein Vorgespräch zu finden, damit die betroffene Person dann einfach dort sich erstmal informieren kann, wie das denn überhaupt funktioniert und schaut, wo gibt es Leute, die dann weiterhelfen können. Ein Punkt ist auch ganz wichtig, das kann auch jeder für sich selber machen, ist die Internetsuche. Wenn Sie bei Google einfach nur eingeben, Kassenärztliche Vereinigung plus das jeweilige Bundesland, finden Sie eine Suchseite und können dort also ganz speziell nach Psychotherapeuten in der eigenen Umgebung suchen. Und was ich zum Beispiel meinen Patienten oft rate oder auch selber mache, dass ich dann einfach eine ganze Liste rauslasse an Psychotherapeuten, die sich in der Umgebung befinden und die einfach abtelefoniere. Und dann schaue, wo sind Plätze frei, mich auf die Wartelisten setzen lasse, Erstgespräche wahrnehme, um zu schauen, wie es dann eben auch weitergehen kann. Genau, dann einmal weiter. Ich würde ganz gerne eine kleine Achtsamkeitsübung machen, aber jetzt bei der fortgeschrittenen Zeit ist natürlich die Frage, ob sich das jetzt zeitlich lohnt, Michaela. Deswegen, es würde so 5 Minuten dauern ungefähr. Also wir sind eh schon aus der Zeit. Ich würde sagen, all die, noch Interesse haben, können gerne dabei bleiben. Okay, genau. Also Sie sind alle eingeladen, mit mir eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen. Die Achtsamkeitsübung, das ist ein Verfahren, das kommt so oder hat sich aus dem Zen-Buddhismus entwickelt. Das mache ich tatsächlich sehr gerne mit meinen Patienten, damit sie einfach eine Zeit haben, um runterzufahren. Und die Übung, die ich jetzt gerne mit Ihnen machen möchte, die dürfen Sie alle gerne zu Hause am PC mitmachen, die nennt sich die Reise zu den inneren Stärken. Sie dürfen zunächst einmal eine angenehme Sitzhaltung einnehmen. Dabei stellen Sie am besten beide Füße fest auf dem Boden, sodass Sie guten Kontakt zum Boden haben. Richten Sie Ihren Rücken auf. Spüren Sie, dass die Stuhllehne Ihren Rücken stützt. Und spüren Sie, dass die Sitzfläche Ihr Gewicht trägt. Und dann dürfen Sie Ihre Augen schließen. Und während Sie dies tun, seien Sie im Kontakt mit allen Eindrücken, die Sie gerade eben noch beschäftigt haben. Seien Sie im Kontakt mit den Geräuschen um Sie herum, den Körperempfindungen, den Gedanken oder auch Bildern, die Sie auch bisher gerade eben noch beschäftigt haben. Und dann lassen Sie ganz langsam los davon. Lassen Sie Anspannungen oder Dinge, die Sie noch festhalten, einfach los. Und hören Sie auf das, was ich Ihnen erzähle. Versuchen Sie sich an Situationen zu erinnern, in denen Sie sich besonders kraftvoll, besonders stark, lebendig, mutig, fähig, im Besitz Ihrer ganzen Stärke oder Fähigkeiten gefühlt haben. Oder auch einfach nur gut oder zufrieden. Situationen, die Sie aus eigener Kraft hergestellt haben, auf die Sie Einfluss genommen haben. Lassen Sie sich zurückfallen in Ihre Vergangenheit, ob es nun einige Tage, Wochen, doch Monate oder Jahre zurückliegt. Lassen Sie Bilder von Situationen kommen, in denen es Ihnen so erging.
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, dem Ganzen nachzuspüren. Versuchen Sie, sich diese Situation vorzustellen. Und dann dürfen Sie sich eine Situation raussuchen, in der Sie sich besonders stark oder zufrieden gefühlt haben. Und schauen Sie sich diese etwas näher an. Nehmen Sie zum Beispiel wahr, wo Sie sich in dieser Situation befinden. Wer ist noch in dieser Situation? Gibt es andere Personen? Wo stehen Sie gerade? Vielleicht sitzen Sie auch oder liegen Sie auch? Welche Tageszeit ist gerade oder auch welche Jahreszeit haben wir? Welche Körperhaltung haben Sie, die diese Stärke oder Zufriedenheit widerspiegelt? Fühlen Sie mal in Ihren Körper rein, wie sich das anfühlt, diese Körperhaltung der Stärke und Zufriedenheit. Hören Sie den Klang Ihrer Stimme oder nehmen Sie wahr, was Sie tun, das dieses Gefühl unterstützt. Was passiert gerade in dem Gespräch, welches Sie führen, wenn Sie eins führen? Was wird gesagt, getan? Was für Gerüche oder auch vielleicht auch Geschmäcker gehören zu dieser Situation? Und nehmen Sie sich auch hier wieder Zeit dafür, dem ein wenig nachzuspüren. Nehmen Sie sich nun Zeit, einen Begriff wie eine Überschrift zum Beispiel für diese Situation zu finden oder auch ein Symbol, was ganz gut dazu passen könnte, was diese Situation beschreibt. Und dann nehmen Sie langsam die Umgebung um Sie herum wieder wahr. Die Geräusche, die Gerüche. Versuchen Sie, Ihren Körper wahrzunehmen. Wie sitzen Sie gerade? Wie fühlen Sie sich? Und wenn Sie bereit sind, öffnen Sie langsam wieder Ihre Augen. Betrachten Sie Ihre Umgebung. Schauen Sie, was um sich herum gerade passiert, was Sie alles entdecken können. Und kommen Sie dann langsam wieder mit Ihrer vollen Aufmerksamkeit zurück in den Raum. Und wenn Sie sich möchten, dürfen Sie sich recken und strecken. Gut, ich hoffe, es sind alle wieder da. Falls jemand eingeschlafen ist, ist es vollkommen in Ordnung. Das darf auch passieren. Und dann, darfst du noch mal eine Seite weitergehen. Das war doch tatsächlich auch schon unser Vortrag für heute, der Input von unserer Seite aus, und dann dürfen jetzt natürlich noch mal einige Fragen gestellt werden. Also vielen, vielen Dank schon mal vorweg für all den Input, all die Aufbereitung von den Inhalten. Wir machen auch die Erziehung mal sehr schön nochmal. Wir haben einige Fragen tatsächlich. Ich glaube, das mit Doris und dem Schlepperbootchen, das ist jetzt beantwortet. Da gab es jetzt die Anlaufstellen dazu, genau. Und auch in Ergänzung dazu die Frage von Stefanie, die sich bedankt für das tolle Zitat von Jakob. Ich glaube, dass Jakob zitiert Edwild und die Erklärung.
Und das trifft sehr genau zu. Sie hat sich ein Foto gemacht und fragt, ob man das in der Selbsthilfegruppe auch teilen darf, da wir bestimmt auch viele andere gibt, die darin wiederfinden und das für ein gutes, positives Gespräch in Gang zu bringen kann, genutzt werden kann. So. Ja, oder? Also von meiner Seite gerne, genau, vielleicht dann eben mit dem Verweis auf Ed White, damit auch ihm die Lorbeeren dann erreichen. Genau. Schöne Idee. Genau, da kommen schon die ersten Danksagungen hinein und nochmal eine Frage von Kerstin, die möchte wissen, die Hilfsangebote für die Angehörigen setzen voraus, dass der Betroffene auch damit einverstanden ist. Ihr Mann lehnt komplett alles ab, macht überhaupt nichts mehr. Er liegt nur auf der Couch und schläft. Bei uns findet einfach nichts mehr statt. Keine Körperhygiene, er isst nicht mehr. Ich bin sehr ratlos und weiß eigentlich nicht mehr weiter. Ich habe einen Therapeuten, aber mein Mann lehnt jegliche Therapie ab. Ich wollte nur damit bestätigen, dass es unheimlich schwer ist. Ja. Aber auch da, Kerstin, ja, bitte, bitte. Soll ich was dazu sagen? Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Das höre ich auch häufiger, öfter mal von Patienten oder gerade von Angehörigen, die das sagen, dass der Betroffene da auch sehr apathisch wird, was halt aber auch oft natürlich ein Teil der Erkrankung ist, muss man da leider zugeben. Ich glaube auch da wieder der Punkt, wichtig, sich trotz allem Hilfe zu holen, mit wirklich professionellen Leuten darüber zu sprechen. Sowas wie eine Einweisung in eine Psychiatrie oder auch ins Krankenhaus ist halt oft nicht ganz einfach, solange die Person damit nicht zustimmt oder es ist nur möglich, wenn es eine Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung gibt. Das heißt, man kann auch da natürlich niemanden einfach so zwingen, solange er sich selbst gefährdet. Ich glaube auch, das ist wieder so eine Situation, da müsste man sich nochmal einfach nochmal näher damit beschäftigen, unterhalten. Ja, auch da vielleicht das Angebot, melden Sie sich gerne bei uns, wenn wir da nochmal, wir können mal schauen, ob wir da irgendwelche Möglichkeiten noch finden, wie wir da unterstützen können. Genau, und auch in Ergänzung von mir noch auch den Rat von anderen Angehörigen suchen, da in Austausch gehen, zu wissen, dass man nicht allein ist, dass andere die Situation auch schon durchgemacht haben, wie sind die damit umgegangen und da auch ein bisschen Kraft schöpfen aus diesen Gesprächen. Das Angebot. Und viel Kraft, liebe Kerstin. Dann möchte Katja wissen, bei der Therapeutensuche, wie wichtig ist es, dass der die Therapeutin Erfahrung mit Huntington hat? Genau, das hat Jakob tatsächlich vorhin auch mal schon sehr schön beantwortet. Die wenigsten Therapeuten in Deutschland haben tatsächlich Erfahrung mit Huntington, weil es einfach eine sehr, sehr seltene Erkrankung ist. Aber in der Regel haben alle Therapeuten Erfahrung mit schwerwiegenden Situationen, mit Erkrankungen an sich. Das heißt, jeder Therapeut ist natürlich auch in der Lage, sich auf die Situation einzulassen, auf den Patienten einzulassen. Und alle, die ich kenne, sind dann auch in der Lage, sich natürlich da reinzuarbeiten in das Thema Huntington über Hilfsmittel. Und die meisten, die ich kenne, die machen das tatsächlich dann auch. Aber ja, also ich würde immer raten, suchen Sie sich auf jeden Fall einen Therapeut, auch wenn der keine Erfahrung hat, kann er Sie ja trotzdem unterstützen in den Situationen, die Sie benötigen. Und oft hängt es ja nicht nur an der Erkrankung an sich, sondern was die Erkrankung auch im Alltag verursacht. Und das sind dann so Punkte, an denen man natürlich ansetzen kann. Danke dafür. Genau, eine etwas längere Frage kommt von Doris. Die Frage, gibt es Psychotherapeuten, die Online-Sitzungen anbieten? Ich suche seit Jahren einen Therapeuten, der mich mit meinem Gendefekt begleitet, leider sehr erfolglos. Meine Hausärztin meint, ich bin ein Glückskind, da ich noch keine Symptome habe. Im Umkreis von 50 Kilometern gibt es nicht mal Wartelisten bei Therapeuten. In der Mainzer psychiatrischen Ambulanz soll man mindestens wöchentlich anrufen, um zu erfragen, ob es einen Platz gibt. Ich habe mich sogar für eine Studie für KPTBS beworben. Leider war der Kennenlernprozess nicht erfolgreich. Durch die Fragen wurde vieles aufgewühlt und nicht begleitet. Deshalb habe ich diesen Koffer aktuell wieder geschlossen und von mir erstmal hinten geschoben. Es braucht hier eine andere Lösung, vielleicht ein internes Netzwerk für Huntington-Betroffene oder DHH-Psychotherapeuten. Ja, also was den Punkt der Online-Sitzungen angeht, tatsächlich, also ich arbeite ja im Rahmen der Uniklinik Ulm in der Huntington-Ambulanz.
Ich würde sagen, 90% meiner Therapien finden online statt, weil die Betroffenen in der Regel auch von weiter weg kommen und eben nicht in Ulm selber leben. Das heißt, ich mache tatsächlich Online-Therapie. Ich weiß auch vom Rainer und auch sicher vom Jakob. Obwohl, vom Jakob weiß ich nicht, aber vom Rainer weiß ich ganz sicher. Er macht auch Online-Therapie. Die Möglichkeit gibt es. Man muss sagen, dass bei ambulanten Psychotherapeuten gibt es einen bestimmten Prozentteil, den diese als Online-Therapie anbieten dürfen. Aber die Therapie selber muss tatsächlich in Präsenz stattfinden, weil es sonst von den Krankenkassen nicht finanziert wird. Ich bin jetzt aktuell nicht sicher, was die Zahlen angeht, aber ich glaube, es müssten 80% der Sitzungen in Präsenz leider stattfinden. Genau. Liebe Doris, ich weiß, wie schwierig das tatsächlich ist. Ich höre das auch wirklich die ganze Zeit. Deswegen, ich drücke dir die Daumen, bleib wirklich weiter dran, bis du dann auch wirklich was findest. Genau, was jetzt diese internen Lösungen angeht, schwierig. Also vielleicht weiß Rainer oder Jakob da noch eine bessere Lösung oder vielleicht möchtet ihr noch was dazu sagen. Gerne erstmal ihr, ja. Also ich kann da gerne noch ergänzen. Ich arbeite in der Ambulanz eben sehr viel auch mit Videosprechstunde. Nicht nur therapeutisch, sondern ich will da nochmal differenzieren zwischen Therapie und Beratung. Therapie, Psychotherapie ist etwas, was wirklich eigentlich auf einen längeren Prozess eingerichtet ist. Also wo man über 1-2 Jahre regelmäßig, vielleicht einmal wöchentlich oder 14-tägige Sitzungen macht. Man kann quasi auch lokalen Therapeuten haben und für bestimmte Fragen oder für bestimmte Specials, wo man eben jemanden mit Handicap-Erfahrung braucht, mal 1, 2, 3, 5 Gespräche zusätzlich irgendwo in einem Zentrum machen. Das muss dann nicht unbedingt ein Psychotherapeut sein, es kann oder ein Arzt sein. Je nachdem, worum sich die Frage handelt, kann man das quasi ergänzen. Also man muss sich nicht immer nur für das eine oder das andere entscheiden, sondern man kann auch gucken, wie kann ich das gut kombinieren. Und man muss gucken, wie das politisch auch weitergeht mit den Online-Sprechstunden, mit der Videotherapie. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und in der Pandemie gab es mal eben während der Pandemie eine Zeit, wo man mehr Online-Sitzungen auch psychotherapeutisch abhalten durfte. Da muss man einfach abwarten, wie das in Zukunft sich entwickelt. Aber es gibt ja viele Dinge, für die man werben kann, für die man plädieren kann, dass man sagt, ne, es gibt viele Betroffene, für die ist das eine gute Alternative und es funktioniert auch. Genauso, dass man schaut, dass das ist ja auch ein Gespräch, dass die Huntington-Zentren eben neben dem neurologisch-medizinischen Teil immer mehr psychologische Beratung und vielleicht auch Psychotherapie mit anbieten können. Und sei es auch nur zum Teil. Ich denke, dass sich da sicherlich in den nächsten Jahren auch die Zentren, die Vernetzung um den Teil sicherlich noch erweitern und verbessern. Und deswegen finde ich es gut, dafür zu werben, das im Blick zu behalten. Und man kann nur dranbleiben, das immer wieder probieren. Mir ist noch eingefallen, es gibt manchmal Ausbildungsinstitute, die auch Therapieplätze anbieten. Genau. Da kann man in den größeren Städten auch mal schauen. Das sind dann fertig studierte Psychologen, die irgendwo in der Ausbildung, in der Weiterbildung zum Therapeuten, zur Therapeutin stecken, die unter ständiger Supervision sind, wo das genauso unter Schweigepflicht ist, wo man genauso gut in einem therapeutischen Prozess begleitet werden kann. Und die haben manchmal, also da findet man ähnlich wie bei den Ambulanzen manchmal einen Quereinstieg, wo man ein bisschen schneller an den Platz kommen kann. Genau, da hätte ich jetzt auch nochmal mich dazu geschalten, weil genau das ist eben so der Tipp, wenn es jetzt wirklich einen Therapieplatz möglichst schnell braucht, wo man aber sagt, okay, die Erfahrung oder dass jetzt die Vorkenntnisse im Bereich Huntington schon mitbringt, ist jetzt erstmal Nebensache. Es geht darum, angebunden zu werden. Da würde ich immer auch schauen, was gibt es für Ausbildungsinstitute und eben, wie Rainer sagt, diese Ausbildungsinstitute, die eben junge Psychotherapeuten ausbilden, auch immer eine Ambulanz angegliedert. Und da gibt es zwar auch Wartelisten und Wartezeiten, aber die sind wirklich deutlich kürzer wie bei Niedergelassenen. Ja. Man hat dann schon, wenn man ein bisschen Glück hat, hat man die Chance, innerhalb von mehreren Wochen oder 1-2 Monaten einen Therapieplatz zu bekommen. Und das hat sich ja eben durch die Pandemie jetzt im niedergelassenen Bereich wirklich massiv verschärft. Das heißt, wenn es schnell gehen muss, wäre das wirklich ein guter Anlaufspunkt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es im Umkreis Mainz war das. Ja,
so ist, aber ich gehe davon aus, dass auch Mainz sicherlich Ausbildungsinstitute hat und dementsprechend gibt es da auch Ausbildungsambulanzen, die man mal kontaktieren kann und dann auch Erstgespräche schon vereinbaren kann. Super, schon mal sehr wertvoller Hinweis zur Orientierung. Weiter geht's mit einer Frage von der Stefanie, die schreibt, wow, sehr schön. Ich glaube, sie meint die Ressourcenreise, die wir gerade mit Stefanie gemacht haben. Und so noch die Frage dazu, ob man das denn teilen darf und auch mal in der Selbsthilfegruppe ablaufen lassen darf. Also von meiner Seite aus gerne, mich stört nicht. Genau, wir machen ja eine Aufzeichnung, die wir noch öffentlich zur Verfügung stellen werden. Da kann man das sehr gut machen. Schöne Idee, auch das in der Gruppe mal gemeinsam zu machen. Genau, dann gibt es Dankfragungen. Und dann fragt die Sabine, sie sei Genträgerin und fragt sich, was kann ich tun, wenn ich hier nichts Positives erlebt oder gesehen habe? Wer kann dazu was sagen? Ich überlege gerade, was mit hier, also ich meine dieses Seminar, ich glaube, dieses Seminar, diese vergangenen 2 Stunden, so verstehe ich es. Ich kann nur sagen, liebe Sabine, was hast du denn erwartet? Was hat dir gefehlt? Komm gerne mit konkreten Fragen auf uns zu und vielleicht bist du selber schon so gut aufgestellt, dass das für dich alles Wiederholung war. Und wenn du andere Fragen hast, komm gerne auf uns zu, wir sind für dich da. Das wäre mein Appell oder mein Angebot an dich, liebe Sabine. Genau. Ich denke, da muss man wirklich dann persönlicher dann hinschauen, was die Bedürfnisse da genau sind, ja. Gut, dann Kerstin, da war eben schon eine Frage, ergänzt jetzt nochmal, bedankt sich für das Seminar und sie wird ja Kontakt aufnehmen zu Herrn Landwehrmeier, der ist ja auch in Ulm. Von daher werdet ihr da wahrscheinlich mal vorbeikommen bei dir, Stefanie. Sehr gerne. Genau, dann gibt es jetzt nochmal eine ergänzende Frage von Jan. Und Sabine meinte die Ressourcenreise. Jetzt haben wir es konkret. Ah, dann nehmen wir das zuerst nochmal. Ah, okay. Also im Rahmen der Reise ist praktisch nichts Positives rausgekommen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es natürlich jetzt relativ kurz war, dass ich wirklich tatsächlich das auf 5 Minuten reduziert habe. Würde ich das mit einer Person, in der Regel macht man das ja face-to-face, würde ich das machen, würde ich mir da auch ganz, ganz viel Zeit nehmen und würde natürlich auch eine Vorarbeit leisten, sodass man natürlich immer, man hat mit Sicherheit in der Vergangenheit, hat jeder schon schöne Dinge erlebt. Oft ist es halt schwierig, da den Zugriff zu finden. Aber es ist möglich und man muss da einfach sich die Zeit nehmen und sich da wirklich drauf einlassen. Vielleicht probieren Sie einfach mal einen längeren Spaziergang und schauen sich da in dem Moment an, was Sie dann Schönes erleben. Also im Sinne von positive Momente im Moment wahrnehmen. Und dann findet man in der Regel auch ganz gut und findet dann auch immer so einen Zugang zu den eigenen Vergangenheitserlebnissen. Okay, danke für die Konkretisierung. Die Antwort ist, das ist auch mir klar geworden. Okay, dann hatten wir noch, Jan habe ich gerade schon angesetzt, der fragt noch, haben Sie auch Erfahrung mit Familientherapien mit handhängenden Patienten? Es gab wohl dazu Studien im Raum Mainz. Weiß dazu. Also vielleicht ohne Mainz erstmal das Thema. Wir haben ja Familientherapie, Paartherapie. Wie sieht es da aus? Was sind da die Möglichkeiten? Also manchmal kommt eben zum Beispiel in den Erstgesprächen dabei rum, dass wenn es um Beziehungsthemen geht, die beide betreffen, dass man auch sowas wie eine Paartherapie, Familientherapie oder Sexualtherapieberatung empfiehlt. Von daher machen wir nicht immer nur eins, sondern ich würde immer sagen, man kann sich der ganzen Palette bedienen. Systemische Therapie, tiefenpsychologisch, Verhaltenstherapie, Familientherapie und so weiter und so fort. Und immer gucken, was braucht man, was ist für die Situation und für den Menschen, den es betrifft, wichtig. Und von daher gehört das für mich dazu, dass man auch das empfiehlt. Genau. Aber nochmal danke für die Ergänzung und auch das Bild noch zu vervollständigen. Genau. Okay, aber jetzt sehe ich nur noch Danksagung für den wertvollen Nachmittag, wichtige Informationen und konnte viel mitnehmen und mich als Angehörige reflektieren, sagt die Silvia noch zum Ende. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe noch zum Abschluss... Darf ich ganz kurz einmal unsere Kontaktdaten teilen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja.
Das geht ja relativ schnell und dann kann man da ja Standbild machen. Ich habe das hier mal vorbereitet. Na, großartig. So. Geht das so? Ja. Sehen wir euren Namen aktuell? Die Kontaktdaten noch nicht. Oh. Gibt es noch E-Mail-Adresse und Das. Telefonnummer? Was wolltest du zeigen? Ja. Ich glaube, die Folie sah gerade anders aus. Ach, Nee. das macht wieder von Anfang an. Entschuldigung. Ich habe das gar jetzt, das heißt das. Das kann man, glaube ich, so lesen. Da sind sie. Ich glaube, das ist ausreichend groß zum Abfotografieren und Okay, da sind die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse. Kann man einfach links sehen? den zweiten Button drücken ab aktueller Folie, dann haben wir einmal groß. Links den zweiten, nicht von Beginn an, sondern hier daneben, von oben links, unter Start. Unter Start, jetzt, Da, ey, guck mal, genau, lieber. das wollte Jetzt ich. haben wir es groß. Oh. Dankeschön. Den lassen wir kurz am Weg stehen. Den lassen wir kurz wirken. Dann hat jeder das Foto, die Zeit ist vor, das ist ja auch im Video dann auch später drin. Okay, ich glaube, dann kann ich es Danke, rausnehmen. danke. Ich habe noch einen kleinen Abschluss, mache nicht mehr so lange. Wir sind nahe dem Ende. So, ich habe noch was mitgebracht. Was kann die Deutsche Huntington Hilfe noch dazu tun? Wir haben auf unserer Webseite einige Informationen rund um Krankheitsbewältigung. Da kann man mal reingucken. Wir haben spezielle Seiten für Angehörige, wo die so ein bisschen ihre Aspekte wiederfinden oder die Menschen mit Symptomen wie Genträger, Eltern. Aber ich habe es vergessen, es gibt auch die jungen Menschen oder Menschen mit dem Huntington, mit der Gefährdung. Auch die findet man auf unserer Webseite. Spezielle Informationen, um für sich so ein bisschen zu orientieren, meine Fragen zu identifizieren. Es gibt eine kleine Broschüre zum Thema mentales Wohlbefinden bei der Huntington-Krankheit, die ich hier auch empfehle, sich die mal zu besorgen, reinzugucken und daraus was sich mitzunehmen für sich selber. Wir haben Ansprechpartner, wir sind für Sie alle erreichbar. So, sei es unsere Geschäftsberatungsstelle in Duisburg, wie auch die jungen Aktiven für alle bis 35. Wir haben Angebote für Familien. Wir sind bundesweit vertreten mit Landesverbänden, regionalen Gruppen. Auch da finden Sie auf unserer Webseite die Kontakte. Wir bieten auch Online-Angebote, seien es Online-Treffen für spezielle Zielgruppen, wo man sich gut austauschen kann, mit anderen seine Fragen stellen kann. Wie gesagt, für Angehörige, für junge Menschen, für Eltern oder auch ganz neu jetzt eine für Genträger und Menschen mit Symptomen. Und wir bieten neben diesem Online-Seminar auch andere an. Zum einen werden wir die Unterlagen von hier, dem Video dann zur Verfügung stellen. Und wir haben demnächst zwei weitere Online-Seminare geplant. Das eine wird schon kommenden Donnerstag stattfinden mit dem Professor Dr. Matthias Dose zum Thema Umgang mit Sterbewünschen. Und dann im Januar mit der Professor Dr. Katrin Reetz zum Thema nicht-medikamentöse Therapien. Auch da möchte ich gerne darauf hinweisen und so einladen. Wer möchte, kann sich da gerne anmelden und dann bekommt er die Zugangsdaten zugeschickt von mir. Genau. Das war es von mir, von uns, von heute. Warte, ich habe jetzt hier noch neue Fragen. Ah, ich möchte Sie auch bedanken. Entschuldigen, dass ich mich ungünstig auswähle. Kein Problem, Sabine. Alles gut, wir haben es ja jetzt geklärt. Alles gut und bei weiteren Fragen gerne melden. Und auch Katja bedankt sich für den informativen Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Das war sehr hilfreich. Dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Vielen Dank euch dreien für die Aufbereitung, für die viele Zeit, die ihr in die Vorbereitung gesteckt habt und den Nachmittag heute mit uns zu verbringen. Das Thema ist sehr komplex, und ihr habt es sehr gut rübergebracht. Ich glaube, da konnten sich viele wiederfinden und einiges mitnehmen, für heute, für die Zukunft und im Nachgang. Genau, ich stehe jetzt noch zu Fragen zur Verfügung. Das ist großartig. Also vielen, vielen Dank euch nochmal. Uns allen einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende und bis bald. Bis dahin. Tschüss. Danke, Tschüss. tschüss.